Wir machen irgendein Event. Tesi hat irgendein Event vorbereitet. Irgendwas Lustiges. Mit irgendwelchen Minispielen oder so. Und ich kann nochmal auf den Discord schauen, ob mehr Zusagen kamen. Ich habe Discord gar nicht an. Auf geht's! Herr Microsoft, ey, muss ich mich jedes Mal neu einloggen, ne? Nee, es haben bisher nur 4 Leute zugesagt. Also ja, wird wahrscheinlich irgendwie Maeve, also in Teams wird das wohl sein, Maeve und Moggy gegen Johnny und mich oder Maeve und ich gegen Johnny und Moggy oder so, I don't know. Ja, schauen wir, was das wird, Chat. Ich geh schnell pinkeln. Bitte benehmen Sie sich. Okay, perfekt, willkommen. Hi, willkommen zum Spaßinsel-Event. Hallo. Wir sind jetzt eine Person mehr, als ich geplant habe, das ist aber nicht schlimm. Wir müssen halt 2 Teams machen, aber dann ist ein Team halt mit 3 Leuten. Chemie! Komm, Minecraft! Wir brauchen eine 6. Person! Könnte ich potenziell, aber ich bin die Schiedsrichterin. Chemie, komm, Minecraft! Okay. Es gibt 2 Teams, es gibt Team Türkis und Team Rosa. Ihr könnt euch noch eigene Teamnamen nehmen, aber darauf orientiert sich halt das mit den Punkten und sowas. Und ihr seht ja vielleicht hier diesen Sensor neben mir. Da ist eine Schulka drin in Türkis und eine Schulka in Rosa. Wir machen jetzt irgendein dann random Event von Tesi. Sie erklärt es gerade. Zuerst auf die Bühne kommen und einmal den Hebel drücken und wird dann per Zufall. Und wir sind gerade eine ungerade Zahl, 2 gegen 3. Okay, was hoffst du? Türkis oder Rosa? Hockey. Türkis natürlich. Okay, dann leg den Hebel um, Kronk. Kronk? Falscher Hebel. Danke. Jetzt habe ich nicht zugehört. Ich hoffe, da kam nichts Wichtiges. Ich habe nicht zugehört. Damit ist Hockey der erste in dem Team Türkis. Ja, wo muss ich jetzt hin? Setz dich einfach wieder hin. Das machen wir gleich. Okay, dann. Haben wir was Wichtiges so gesagt? Okay. Okay. Noch einmal? Nochmal Türkis! Okay. Das ist lustig. Fuck, ich glaube, ich habe was Wichtiges verpasst. Ich weiß nicht, worüber die reden. Ich hatte keine Lehre. Scheiße! Okay, nee, dann, also, das wenn jetzt der nächste in Türkis ist. Bitte weggehen? Ja, die sitzen in Türkis. Das ist überhaupt nicht wahr. Noch sind wir neutral. Also, bei mir ist sie braun. Ja, wenn der nächste Türkis ist, dann noch ist diese Bank neutral. Also, wenn bei dir. Bei mir ist sie braun. Genau. Kaputt. Wenn jetzt Türkis ist, dann sind die anderen beiden automatisch in pink. So, jetzt soll ich den drücken, ne? Es ist pink. Okay, ja, dann bin ich mit pink. Okay. Schickes Team hast du da, Maeve. Dann ist es jetzt die pinke. Was ist das Problem damit? Okay, Keki oder Johnny, wer von euch möchte machen? Was machen? Also jetzt noch losen. Einer von euch kann noch in Türkis und einer kann in Pink. Einer von euch muss noch auslosen. Okay, ich mach. Okay, Johnny, das heißt, du bist dann gleich in dem jeweiligen, was er halt nicht. Wobei ich muss einfach den Hebel drücken. Nevermind. Ich muss auslosen, wer den drückt. Ja, ich hab vergessen. Okay. Oh nein, wer kriegt den? Leg den Hebel um. Noch einmal. Yes! Türkis! Das heißt. Vollständig. Ah, nee, doch, jetzt muss ich. Dann heißt es, du bist jetzt in Pink. Genau, du und Maeve. Wie, ich bin jetzt Pink. Keki, setz dich auf die Bank. Ja! Yeah. Hey, Jungs! Wir machen das! Und Johnny. Ja, ja, ihr dürft euch aber auch noch einen Teamnamen geben. Ja, so ey, jetzt hat über recht. Ich 3 gegen 2. Nee. 3 gegen 2. Okay, tut mir perfekt. Leid, warum sind die Trapdoors random? Winner okay. POV. Also, wir machen das jetzt gleich. Ich gehe gleich zur Insel rüber und werde den Waystone dann halt öffentlich machen. Ihr könnt noch mal ganz kurz nach Hause, wenn ihr noch Sachen über habt oder so. Also ihr braucht halt nichts mitnehmen. In den Spielen könnt ihr potenziell auch sterben. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Items dabei habt, packt ihr lieber noch mal nach Hause. Alles, was ihr braucht. Okay, ich bin gleich wieder da. Genau, wir gehen einmal ganz kurz nach Hause. Ihr wisst jetzt eure Teams. Ich mache gleich den Waystone noch mal fertig. Und, du hast Hockey und Moggy, du hast schon gewonnen. Kann ich nur eins machen. Aber auf der anderen Seite ist Maeve, ne? Maeve ist ein Ultra-Freak. Erst trete ich nicht bei und dann lenke ich dich ab. Komplett alles manipuliert einfach. Ist egal, ich muss nicht aufpassen. Ich habe 2 Leute. Wir sind 3 gegen 2. Wenn ich nicht aufpasse, habe ich halt immer noch 2. Sind wir immer noch 2 gegen 2. Alles gut. Fabrik ist fertig, ja. Da ist das riesige Ding. Die habe ich noch geschafft in der Kaiser-W. Ich habe noch gesagt, dass wir vielleicht irgendwann noch eine, bevor der Server schließt, vielleicht noch eine Brücke bauen. Und ich wollte vielleicht noch den Kopf, den nicht Tesi, sondern Zombie gebaut hat, an die Wand dort dran tackern.
ins Auslogen und Jux-WG schauen. Ja, sorry, Leute, mein PC ist abgestürzt und ich habe kein Internet mehr. Erstmal Jungs-WG-Stream. So, ich denke mal, Rüstung lege ich dann auch ab, damit man meinen hübschen Skin sieht. Oh. Scheiße, jetzt habt ihr meine IP gesehen. Jetzt könnt ihr den Server übernehmen und griefen. Verdammt. Vermisse den alten Skin, ich nicht. Ich mag meinen neuen. Der ist cool. Guck ihn dir an. Den hat Lappen mir gemacht, meine beste Freundin. Hat euch Lappen meinen Skin gemacht? Nein. So. So, die hat was Neues hier gemacht. Wie hat sie genannt? Spaßinsel. Ach, hier. Habe. Moin. Hi. Bin ich der Erste? Hi. Ja. Oha. Du kannst dich entweder auf einen türkisen oder einen pinken setzen. Ich glaube, du hast türkis auch, ne? Ich bin türkis, Team Türkis. Genau. Dann kannst du sich auf einen Team Sieger. Genau, ansonsten, falls du noch Items hast, die du loswerden möchtest, kannst du sie hier abstellen. Also ich habe hier Armor Trims und Stuff. Hast du was zu essen? Ja, in den Kisten. Okay. Außer der letzten. Die letzte nicht, aber in anderen Kisten ist Essen drin. Kannst du einfach nehmen. Schnorrer. Gar kein Problem. Ja, ich habe damit gerechnet, dass ich nochmal hier. Ja, ich habe vergessen, vorher zu essen. Kein Problem. Deswegen, ich hab das damit gerechnet. Genau, du kannst hier auch einmal in dem Bett einmal klicken, damit du. Hi, Johnny. Hi. Team Pink. Genau. Bah. Hier unten sind immer Betten. Mein eigener Teammate sieht das so, Kiki. Ihr könnt euch einen neuen Namen geben, so ist es nicht. BT, okay. Hi, BT, wegen Bubble TZ, checkst? Nee, genau. Ihr könnt euch, wenn ihr Items habt oder sowas, Items oder Stuff noch über habt, könnt ihr das hier alles hinstellen. Jungs, hopp auf die Couch. Oh yeah! Eine Eckcouch. Oh genau, ja, ich habe einen Bogen mitgebracht, damit ich Ricky killen kann, falls er auftaucht, aber ich glaube, der taucht nicht. Einmal, damit, bevor wir es vergessen, ja, einmal pink ist Mädchenfarbe. Betten. Damit ihr einen Respawn-Point hier habt. Damit ihr nicht irgendwie random irgendwie zu Hause wieder landet. Ich sag's mal so. Johnny, wo Johnny ins Spawn gesetzt hat, da ist ein Bettnässer. Naja. Das ist echt nass. Und hier in den Kisten ist nochmal Essen. Das könnt ihr euch einfach nehmen. Und wie gesagt, die Armor Stands, wenn ihr noch irgendwie Rüstung hättet oder so. Also wenn Hockey in der Nähe vom Betten ist, dann habe ich ein bisschen Angst. Ich habe Essen mitgebracht. Ist das okay? Okay. Ja, ja, kein Problem. Ich habe nur, falls ihr keins dabei habt, habe ich hier. Ist das in Ordnung oder soll ich das warten wir nur noch auf Maeve. Soll ich noch eben alles austrinken? Okay, ich glaube, dein Mikrofon ist gemutet. Das stimmt nicht. Erwischt. Schau mal, da oben steht da unten oben unser Teamname eigentlich? Ja, wir sind T. Okay, sehr gut. Gefällt mir. Das K steht für Hockey. Hey, Maeve! Hallo. Gegen Team T wirst du nicht ankommen. Lauf doch. Hast du Angst oder was? Versager, geh auf deine Bank rüber. Der hat einen Bogen einfach dabei. Das ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go! High five! Warum hast du einen Bogen mitgenommen? Maeve? Ricky zu killen, kann ich meinen Kartoffel warum wieder. Würdest du einmal... Ihr habt euch sowas von nicht vertraut. Maeve, könntest du einmal bitte hier auf den Bett klicken? Oh mein Gott, ich guck dir meine Todesnachricht an. Okay, ich hab die Balthasar-Nachricht. Balthasar! Was soll ich tun? Hier einmal auf so ein Bett, damit du einen Spawn-Point hast. Ich hab meine Kartoffeln geklaut. Okay. Genau, wie gesagt, wenn ihr noch Essen braucht, ihr sind hier in den Kisten essen. Ihr könnt auch, wie gesagt, Armor hier irgendwo hin tun, also Rüstung, wenn ihr überhaupt. Warum ist hier ein Kopf? Ich hatte noch ein halbes Herz. Also wir dürfen keine Rüstung tragen, richtig? Also ist es eigentlich egal, einfach nur, wenn ihr möchtet. Wieso ist hier ein Kopf? Kann ich Jonis Treter tragen? Wenn du möchtest, ja. Weil das Essen, dann habe ich aber weniger Falldämpfe. Hallo? Genau, in den Kisten da halt. Oh, goldenen Apfel, dann nehme ich doch einen mit. Hallo? Ich habe richtig gefahren. Spaß mit den Kartoffeln, wer auch immer die genommen hat. Boah, ich nehme Keks. Ich habe die Kartoffeln nicht. Ja, so in allen Kisten ist ganz viel, also eigentlich, egal. Nehmt einfach, was ihr wollt. Okay. So ein Racer. Junge, hier sind super viele. Ja, Mann. Ja, oder? Lass racen. So, dann würde ich euch einmal kurz mal bitten, einmal zuzuhören. Ja. Habt ihr euch jetzt intern noch Namen gegeben oder bleibt ihr bei Pink und Türkis? Nee, ich denke, Pink und Türkis erfüllt seinen Zweck. Ja, also, das ist so laut. Team heißt, alle haben Johnny. Wir sind. Was ist denn los mit dir? Es tut mir leid. Hockey, bitte setzen Sie sich. Du hast jetzt fünfmal denselben Joke gemacht. Wo ist das? Nein, dreimal. Hockey, bitte setzen Sie sich. Das Wetter. Wir sind Team 3D. Also, ich hab Hockey versprochen, dass ich mich bei dir. Ihr seid Team 3D World? Okay.
Okay. Yeah. 3D-World und ihr bleibt bei Türkis? Jo. Ja. Ja, Türkis cool. Ist geil. Oder okay, nein, wir perfekt. Sind Team Türkis gegen Team 3D-World. Ich finde das gut. Obwohl, das weißt du was, ich mag Team Pan. Pan, ihr könnt auch gerne Pan und Kete sein. Nein, ihr seid jetzt schon 3D-World, was soll denn das? Das ist egal. Komm mal, was wolle. Was willst du Hauptsache, machen? Ihr wisst eure Farben. Das ist einzig wichtig. Hey, 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 wo, weg, so, weg von unserer Bank. Dann erkläre ich euch einmal, wie das hier ablaufen wird. Ich habe 7 verschiedene Spiele hier gebaut. Alles in Survival. 7. Und, genau, und ihr tretet gegeneinander an. Ihr seht da oben, das habe ich auch selber gebaut, dieses Punktesystem. Das ist dann je nachdem, wenn ihr ein Spiel gewonnen habt, geht eine Lampe an und so weiter. Es macht viel mehr Sinn, und hier zu sitzen, weil dann sieht man alles. Das geht natürlich auch. Ihr könnt natürlich auch hier hinsetzen. Da hinten, okay. Genau. Es sind halt verschiedene Spiele, wo verschiedene Anzahl an Leute mitmachen müssen. Und das erste Spiel direkt, da möchte ich bitte, dass ihr euch einmal Gruppen macht intern, also diese Chatgruppen, da, diese Quatschgruppen, und euch einmal besprecht, wer das erste Spiel macht, weil die Person, die das erste Spiel macht, darf nicht beim zweiten Spiel mit. Das muss dann eine andere Person sein. Machen, wir können eine interne Gruppe dafür machen. Ich bin dabei. Du bist halt nicht so. Ich mach die erste Runde. Okay. Ich hol den Sieg nach Hause. Johnny, Maeve, wer bei euch beiden? Unser Gewinner. Ich hab nicht zugehört. Winner POV. Maeve, ich hab schon gewonnen. Maeve hat das nicht zugehört. Johnny würde anfangen, denke ich. Johnny, hast du zugehört? Euer Team, ich mach mir Sorgen um euren Teamgeist. Ihr sitzt nicht mehr auf der gleichen Bank. Johnny, hast du zugehört? Johnny hat auch nicht zugehört. Ich hab gewonnen. Okay, das heißt Keggy gegen Johnny, erste Runde? Natürlich habe ich nicht zugehört, ich war in so einer Gruppe. Ach so, ach wow. Okay. Egal, einer von euch beiden müsste sich einmal entscheiden, wer das erste Spiel antritt und der jeweils andere muss dann beim zweiten mitmachen. Ich finde, er sollte eigentlich keine zweite Erklärung bekommen. Entscheidet euch jetzt bitte für eine Person, die mitspielt. Ich muss nur sagen, wer spielt. Was ist wer macht das erste Spiel? Du oder Maeve? Okay. Gut, dann kommt er mal rüber. Das war doch schon, schon entschieden. Maeve, kannst du das weiter besser machen? Weißt du, was es liegt? Ich wollte gerade sagen, wir haben uns da echt einen guten Tag ausgesucht. Es ist einfach wirklich Frühlingswetter hier gerade. Ist einfach traurig. Okay, das erste Spiel ist Memory. Es wird so ein Brettspielabend heute übrigens. Scheiße, ich bin dumm. Mal hier rüber. Scheiße, ich bin doch dumm. Das ist okay, Kay, das ist okay. Dankeschön. Verdammt. Genau. Memory. Okay. Das heißt, hier noch nichts machen, bitte. Okay. Unter diesen Falltüren sind verschiedene Terrakotta-glasierte Steine. Gewinn. Das heißt, verschiedene Muster. Sehr stark. Und genau, so ist halt wie Memory, ne? Ihr macht 2 auf. Wenn es richtig ist, darfst du weitermachen. Wenn es falsch ist, ist dann halt jemals andere dran. Kein Druck, und aber... Die Gruppe mit den meisten Punkten, also mit den meisten korrekten, kriegt dann den Punkt für dich. Ich weiß nicht mehr, was ich heute gegessen habe. Ihr beide dürft gerne euch entscheiden, wer anfangen will. Oder er macht einen Münzwurf oder so. Johnny fängt an. Das ist doch voll der Vorteil, wenn man anfängt oder nicht anfängt. Ja, wenn es ein Vorteil ist, fang an. Okay. Okay, das heißt, Johnny fängt an. Du darfst jetzt 2 aussuchen. Okay. Du darfst jetzt öffnen, oder was? Genau. Johnny hat einmal... Ich sehe das gar nicht. Was ist das? Rot? Okay. Warte, ich drücke K, damit ich das sehen kann. Warte, haben wir irgendwas, damit wir da oben hingehen können, damit wir was sehen können? Oh, hat jemand was zum Bauen dabei? Ja. Alright. Oh Gott, Keggy, das wird so... Boah! Das ist eine gute Idee eigentlich. Oh Gott, das wird so unmöglich, mir zu merken, was ich geöffnet habe. Rot und was war das? Das war Schwarz. Scheiße. Okay. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Perfekt, sehr schön. Oh, das ist voll gut, dass sie von oben. Perfekt, das ist richtig cool. Ja. Sehr perfekt. Okay, Keggy. Okay. Keggy hat. Oh, wir spielen Kristallika hier. Ja, wirklich. Verdammt! Und grün. Das ist grün! Scheiße! Keggy, was soll denn die Scheiße? Ah. Mach jetzt mal richtig! Ja, okay, ich mach schon! Okay, Johnny. Keggy schießen. Tut mir leid, Hockey. Fuck! Johnny hat nochmal so ein dunkles. So schwarz. Ja! Oh, was? Was ist das denn für ein Glück? Das heißt, der erste Punkt geht an Pink. Ich hab Wallhacks. Was ist das denn für ein Luck? Ich habe Team 3D-World. Team 3D-World, stimmt. Ja. Weiß und... Oh, das ist das Blau, was wir schon hatten, oder? Nee, hatten wir nicht. Türkis. Ah. Okay. Das heißt, Keggy ist dran. Das ist ein anderes Blau. Das ist ein anderes, ja. Yeah. Hockey, ich werde gleich ohnmächtig. Ah! Oh mein fucking Gott. Das ist es leider nicht. Hast du das gerade gesehen, Hockey? Was hattet ihr jetzt? Ah, orange. Ich meine, du musst es nicht immer benennen, oder?
vieles Essen einfach runter. Also ich meine, sonst okay. Ich finde das so schwer dann zu merken. Schmeißt du dein Essen runter? Nein, es krümelt runter, wenn wir essen. fuck, das Grün hattest du schon geöffnet, oder? Ja. Das war genau das Gleiche. Stark. Das heißt, oder? Oh. Hä, hey, da ist ein Creeper-Kopf drin. Ja. Hey, ist schon so wieder ein Türkis. Ist das jetzt okay. Ein anderes oder ist das das Gleiche? Peggy ist dran. Ich bin nicht. Achso, weil ich das schon gelöst habe. Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist. Das sieht genauso aus. Das sieht genauso also aus. Also die sehen alle drei so aus. Das kann ich nicht sehen. Ja, das sind das die gleichen? Richtig, oder? Das ist das Gleiche. Ein nee. Punkt an Team. Halt gedreht. Yes! Yeah! Team, bitte, hat jetzt nicht nachlassen, Ken. Jetzt nicht nachlassen. Aus irgendeinem Grund ist das gedreht. Die Eier, die Spiegeleier. Oh, hast du einen Goldapfel gegessen? Was waren die Eier? Nein! Da waren Goldäpfel. Was Nein. hattest du? Pink und... Ein Spiegeleier. Ein Spiegeleier, das Weiße, okay. Was, wo so war Magenta das? Magenta war das gerade. War das hier? Ja. Wie nett ist du eben. Ich würde hier nicht gerade so viele Kringel die ganze Zeit von mir ha! Kriegen. Spiegeleier, die waren daneben. Ja! Yeah. Der Keggy spielt die Mindgames, aber ich merk's. Ja, ich hab einen Punkt. Ja, Jungs. So. Oh, stark. Johnny hat einen Punkt? Ja. War kurz schlafen gerade? Ah, okay. Das heißt 2-1. Ihr sollt da oben nicht essen. Ja, macht euch okay. Ich find's eigentlich ganz lustig. Ja, ist ja nichts Richtiges. Gelb. Okay, hatten wir doch gar nicht. Ja? Du guck da nicht so hin. Gelb. Guck da nicht so hin, Keggy, du hast nichts gesehen. Doch. Okay, wieder zumachen natürlich. Okay, das müsste. Keggy ist dran. Hier sein. Nein, er macht. Ja! Yeah. Yes. Ja! Ich dreh durch. Okay. 2-2. Wir drehen hier oben auch gleich durch. Keggy ist nochmal dran. Der Schwarze. Der war hier. Oh mein Gott, ja. Das ist auch. Ich hab einen Lauf. 3-2. Gelb war direkt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab einen Lauf. Ich weiß das auch alles. Er macht die Kombo. Fuck. 4-2 für Keggy. Das war hier. Blau. Oh mein Gott. 5-2 für Keggy. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch geht. Wir haben jetzt fast alles gesehen. Ah, das weiß ich nicht. Das ist die gute Sache. Keggy hat vergessen, was er heute gegessen hat, aber dafür hat er in seinem Kopf sehr viel Platz für Terrakotta. Das war. Ich komme ja nicht mehr dran. Ich glaube, das war genau hier. Oh nein, das war das Grüne. Scheiße. Das war grün. Was war das jetzt für eine Scheiße, Keggy? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich war unter Druck. Wieder so was Neues. Oh, Johnny verkackt. Das ist nicht das gleiche Grün, oder? Das kann der nicht. Doch, das ist das gleiche Grün. Das ist das gleiche. Doch, klar. Ach, fuck. Nee, jetzt war Keggy fertig. Jetzt war Keggy fertig. Ja! Alter, Szene. Keggy, 6-2. Da konnte ich aber nicht die Tür. Oh mein Gott. Boom! 7-2. Mate, da konnte ich nicht zwei. Oh, Pink. Johnny, das Glas hat leer. Pink. Also, eins ist übrigens nur einmal, ne? Ach so, eins nur einmal? Eins ist einmal. Eins ist nur einmal, ja. Na. Das ist keine gerade Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Das hat er doch gerade geöffnet. Ich bin so dumm. Ich meine, du hast ja eh schon gewonnen. Okay. Das heißt. 7-3. Der Punkt geht dann an Team. Ah, nur weil er dran war, als die Streak los. So! Okay, einmal zurückkommen zum Spawn. Wir machen das. Solide Arbeit. Setzt euch mal hier auf die Seite, bitte. Setzt euch einmal so, dass ihr die Punktezahl sehen könnt. So, meine Arbeit für heute ist erledigt. Ihr macht das, Jungs. Geht mal zu Johnny rüber, danke. Winner POV-Chat! Winner POV! Auf jeden Fall, mein Türkis. Zack, zack. Sowas. Das ist Team Türkis. Alter, schau dich das mal an. Oh mein Gott, der erste Feuerwerk, der erste Punkt, Türkis. Ist das Feuerwerk auch in der Farbe von dem Team? Das würde ich ja gern wissen, dafür müsst ihr aber einen Punkt holen. Das heißt, ihr werdet es nicht so sehen, Johnny. Halt mal die Schnauze. Das pinke Feuerwerk bleibt auf jeden Fall auf dem Staub. Alter. So, das heißt, der erste Punkt geht an Türkis. Yeah! Deren Moral ist gebrochen. Das zweite Spiel muss dementsprechend jetzt einfach mal Maeve machen. Auf der anderen Seite können sich einmal Hockey und Morgi besprechen. Aber danach ist egal, danach spielen zwei jeweils. Da müsst ihr halt dann. Okay, gucken. Hockey, was sagst du? Ist halt die Frage, was für ein Spiel das ist. Aber, also ich könnte es übernehmen. Schon. Alter, geil, ich krieg einen Ampel. Morgi, gegen Maeve? Ja. Alter, das nächste Spiel. Komm schon, Maeve, den Titel. Bogen schießen? Nein. Wie gesagt, es sind mehr Brettspiele. Das nächste Spiel trägt den wunderschönen Namen Tic-Tac-Tesi. Wir gehen mal hier rüber. Maeve, du weißt, wie das geht. Komm, das ist so unfair. Wer anfängt, hat doch schon gewonnen. Du weißt, wie man perfekt Tic-Tac-Tesi spielt. Ich verkack das so. Kommen wir dann gleich noch Monopoly. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Bubble oder Tesi seid. Oh, ich wünschte, ich wäre dran. Ich würde sagen, dass Maeve da gerade zurückliegt. Darfst du entscheiden, ob du Tesi oder Bubble bist?
Und dann müsst ihr euch die jeweiligen Items halt nehmen. Ich massiere deine Schultern. Okay. Ich massiere deine Schultern. Du kannst das. Du schaffst das. Du schaffst es. Ist es nicht egal? Du schaffst es, mein Tiger. Es ist wirklich egal. Such dir einfach aus. Dann schnapp dir mal die Bubble-Items. Fuck. Ah, ich wollte Bubble. Genau. Ist okay. Wir nehmen Ancient Debris. Das ist sowieso wertvoller. Oh, sorry. Aber das ist unsere Farbe. Türkis. Warum habe ich hier Sand? Warum hast du Sand denn da? Legst einfach irgendwo ab. So. Jetzt habe ich Ancient Debris. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, kann ich das Mocky hier? Hier. So, perfekt. So, Ich will kurz schauen, muss ich mich ducken, um rechts Nein, musst du nicht. Wegen der Mod muss ich ducken. Ach so, ja gut. Es läuft Best of Three. Das heißt, nicht die erste Runde hat entschieden, sondern der erste, der halt bei Bunker. Ach, komm. Natürlich, die Mitte. Ja, das ist richtig heiß, dieses Spiel. Aber ich kann das halt auch nicht, ist das Problem, ne? Das sieht man. Oh. Das war stark, Morgi, das war stark. Maeve hat gewonnen. Yeah, was jetzt, Maeve? Er ist überfordert. Guck mal, wie lange er denkt. Maeve, du hast gewonnen, bitte. Ey! Keine Tipps geben, keine Tipps geben. Was ist das für ein Tipp? Das ist scheiße. Oh. Ja. Ist okay. Rausgeflogen. Ja, disqualifiziert. Kann ich ja einfach abbauen, ja, ne? Ja, kannst einfach abbauen. Johnny, du spielst ja nicht. Du weißt, was Maeve spielt, oder? Das ist so ein Head, weißt du, so ein Item-Kopf. Ja, ich kann nicht mehr stacken, weil es heißt Player-Head. Naja. Ach, naja, egal. Ja, gut. Ja. Okay. Ja. Morgi? Erster Spiel. Punkt geht an Gutes Spiel, Maeve, ich hab mich nicht enttäuscht. Let's go. Morgi darf jetzt anfangen hier. High five. Okay, jetzt muss ich mein Brain einsetzen, ne? Okay. Ja, wenn der Erste in der Mitte setzt, dann darf der Zweite nie in die Geraden reinsetzen. Stark, er muss immer in Diagonal gehen, ne? Naja, Maeve hat's richtig gemacht. Jetzt hat Mori das. Man muss immer Warum diagonal hat gehen. Blutrecht. Ja. Okay. Stark. Wichtig gespielt. Das wird, glaube ich. Ich glaube, jetzt kann keiner mehr gewinnen. Ja. Na, dann fange ich das mal an. Ne? Hinauslaufen. habt ihr jetzt schon so entschieden, dass jetzt schon. Also, ich dachte, du hast gerade entschieden, oder? Oh, sieht gut aus. Ich hätte jetzt auch keinen Block mehr, also. Also, du hast keinen Block mehr. Musst du nicht ich noch hab rein? Nur vier. Ich hab auch nur noch drei. Die anderen beiden wurden mir geklaut von irgendjemandem. Stark. habt ihr im Inventar noch eure oder hattest du nur vier? Ja, ich habe diese in meinem Inventar gelassen. Sehr gut. Ja gut, aber dann ist es ja klar, dass das hier nichts mehr. Das ist ein Unentschieden. Okay, Maeve, ja. wenn du dich traust, nicht in die Mitte. Genau. Maeve darf anfangen. Okay. Hast du Eier, Maeve? Maeve, hier liegt noch einer von dir. Wenn ich draußen nicht in die Mitte. Okay. Wir machen mal ein bisschen. Mach spannend. Kann ich das haben. Johnny, gib ihn zurück. Wieso hab ich die? Morgen nur noch 4, okay. Weil du zu nah. Aber ist ja egal. Mehr als 4 brauchst du ja. Du hast auch noch eins von Maeve in der Hand. Johnny, wie wär's, wenn du einfach dich zu den anderen beiden stellst? Wo sollen wir sonst hinstellen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das wird jetzt wieder unentschieden. Also zu den anderen beiden das ist jetzt wieder unentschieden. Alles gut. Er hat in die Ecke gesetzt. Jetzt kann er nicht mehr gewinnen. Das heißt, Maeve ist jetzt dran. Das ist also deine Taktik jetzt, Mori, ja? Ich habe keine Ahnung, was meine Taktik ist. ich weiß auch nicht, was du spielst. Du fängst gut an, Mori, du fängst gut an. Oh. Er ist ja auch schon wieder am Arsch. Ja, sobald... Du hattest übrigens eigentlich wieder gewonnen, Maeve. Hatte ich? Okay. Nee. Warum hast du das Spiel nicht gemacht? Hier hättest du machen müssen, dann hättest du wieder eine Zwickmühle gebaut. Okay. Morgi hätte letzte Runde auch eine Zwickmühle. Schätze ich für Maeve. Ich würde sagen, könnten wir auch weitermachen. Also wer als erstes 2 Punkte hat, würde ich sagen. Stimmt, ich hab gewonnen, oder? Weil sonst ist es ein bisschen lame, würde ich sagen. Maeve, wir müssen das noch weiter. Das ist okay. Das wird schon. Du schaffst das. Leute, sag mal, wisst ihr, wo mein fünfter Stein ist? Da liegt der Stein. Johnny. Maeve, wenn du die Ecken machst, bist du ein bisschen loser. Maeve. Ja. It's your turn. Maeve, wenn du dich traust, nicht in die Ecken zu setzen. Es gibt nur Ecken. Ich setze dich in die Ecken. Es gibt nicht nur Ecken, okay. Was willst du? Moggy? Ja, ich meine der Diagonal. Moggy. So, Moggy. Gewonnen. Ja.
Wenn er es denn sieht und jetzt nicht irgendwo anders hinklickt. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, es steht 1-1. Der nächste Sieg ist entscheidend. Ja, jetzt gewinnt. Wer hat jetzt angefangen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, Morgi hat angefangen. Das heißt, Nathan hat angefangen. Wer jetzt gewinnt, kriegt doppelte Punkte. Oh, ich habe jetzt einfach nur nach Gefühl. Ich kurz ein, zwei Schritte zurückgehen. Ja, ich muss das ja mit abfilmen hier. Ja, verloren. Wir haben verloren, Chat. Ich frage mich, ob ich diese Runde gewinnen werde. So, Johnny, sag mir, was ich machen soll. Nein. Ich darf nichts sagen. Nee. Es war schon zu viel, als ich gesagt habe, du hast gewonnen. Okay. Wann hast du länger drüber nachgedacht, als du sonst getan hättest? Okay. Johnny hat die Klappe. Du hast gewonnen. Okay. Ja, es ist jetzt eigentlich schon... Ich meine, das war nicht falsch gemacht. Damit geht der Sieg an Team... Yeah. 3D World. Let's go, Mav! Dann können wir mal zurück. Aua! Alles gut, Morgi. Wir holen das auch. Guck dir dein Feuerwerk an. Das ist nur ein Glücksspiel. Ja, Mann, jetzt gibt's pinkes Feuerwerk. Ja, und Leute, da hinten. Mav hat das schon immer gespielt. Unsere Stärke ist halt nicht Glück. Warum ist hier ein Raid von Villagern? Ja, ich wollte gerade sagen, da hinten werde ich gerade angegriffen, aber egal. Du Scheiß, was ist das denn da hinten? Egal, ignorieren wir. Team unverdient. Oh, guck mal, Creeper. Ich dachte Schmetterling. Schmetterling. Genau. Mav hat 5 Stunden Tic-Tac-Toe. Okay. Vier Gewinn wäre geil gewesen, ne? Das wäre stark. Wollen wir kurz die Pillager töten? Oder? Ja, vielleicht kommen gleich noch 4 Gewinn. Oder was meinst du? Nein, wir wollen nicht die Pillager töten, hä? Vier Gewinn bin ich auch Profi. Aber sollte eigentlich auch klappen, die sollten nicht so schnell sein. Okay. Das nächste Spiel. Die kommen doch nicht rüber. Die kommen doch nicht rüber. Die schauen gar nicht hier hin. Die gehen jetzt wieder nach Hause. Bye, bye. So, ganz wichtig, einmal zuhören. Das nächste Spiel werden... 4 Leute spielen und es gibt ihr beide spielt halt weit, dann müsst ihr bei euch noch entscheiden, wer bei euch dann nicht mitspielt. Also, ich Hockey denke, auf jeden wieder, Fall, aber Keggy oder Moggy? Keggy und Hockey, würde ich sagen. Ja. Okay, also, Hockey, wir machen es. Sehr gut. So durch. Wir machen es. Ne, das Ding ist, das spielen halt 4 gegeneinander, also jeder für sich an sich, aber halt... ich erkläre es, wenn ich es da. Ich würde sagen, das ist sonst zu komplex zu erklären. Auf jeden Fall, die Person, die jetzt als Einzelner am meisten Punkte hat in dem Spiel, gewinnt für sich selbst diese Netherite-Werkzeuge. Okay. Oh, Hockey, ja. Dann kommt er mal mit. Das wird für Steve. Oh, was? Das ist ein Zwischensieg. Ja, cool. Komm. Puck. Erhol ich mir. Was? Nee, das haben wir eh schon in der Tasche. Ich bin wirklich stolz auf meine Dekoration hier. Das Spiel! Hockey kennt es schon tatsächlich. Ja, ich kenn's nicht, was ist das? Okay. Was denn? Also, ich möchte gerne einmal die beiden Pinken hierhin haben. Also die 3D-World-Leute. Hier ist ein anderes Pion. Was ist das, Hockey? Du kennst das schon? Klick. Okay, du das pinke Bett? Ja. Hab ich. Und Hockey einmal aufs Türkise-Bett klicken. Das ist jetzt so kompliziert. Das ist Türkise, ihr beide. Sterben wir hier etwa? Genau. Also jetzt dürft ihr keine Rüstung mehr tragen. Und ihr sucht euch jetzt bitte jeder eine Farbe aus. Und nehmt Türkis. Die Wolle nur mit, nicht die Blumen. Ihr braucht nur die Wolle. Was nimmst du, Kay, gelb? Ich hab grün genommen. Aber Dekoration. Farbe der Hoffnung. Dekoration in dem Fass? Ja. Okay, Mav, wir haben beide. Ich dekoriere auch meine Damit Fässer, nicht ja? Ey, dieser Scheißclip von diesem Game, das war nur ein Schwachpunkt, ein Schwächelmoment. Ich bin gut in 4 gewinnt, okay? Alle von der einen Farbe, also alle Wolleblöcke. Ja, aber die Blumen braucht ihr nicht. Ja, aber die Wollblöcke alle. Die Wollblöcke alle. Die Blumen sind egal. Ich soll alle nehmen, auch. Alle, genau. So. Ich hab alle. Ich erkläre einmal, wie das Spiel geht. Das ist nämlich quasi Splatoon. Also so wurde mir das gesagt. Das ist übrigens ich habe das einfach hier beschildert. Das habe ich nachgebaut nach dem YouTuber Greg. Das ist nicht meine Idee gewesen. Grüße, Greg. Shoutout an Greg. Greg, du Bruder. Da steht aber Gerg. Ja, Gerg. Ja, ich habe ihn so abgeschrieben. Gerg, glaube ich, heißt er tatsächlich auch. Also. Ist ein Typ, der auf YouTube ganz viele Minispiele macht. So. Ja, grüße ich nicht. Also. Grüße. Das Ding ist, ich gebe mir mal irgendeine Wolle. So. Jetzt bin ich mal einfach Keggy oder und Johnny. So, das läuft. Dankeschön. Es läuft wie folgt. Ihr müsst, Johnny, bitte behalten Sie Ihr Fleisch bei sich, hier hochklettern. Ich würde sagen, dafür gehen wir jetzt tatsächlich aber einen Gruppencall, weil ihr werdet euch auseinander verteilen. Mach mal eine Gruppe. Auf Teamspeak? Ja, eine Teamspeak-Gruppe. Du machst auch? Oh Gott, und du bist ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nee, ich mache eine für uns alle. Du gehst das, da wo du dein Mikrofon einstellst, da gehst du dann auf Gruppe und dann schon zu der Spaßinsel.
Ich glaube, Keggy ist da, perfekt. Sehr gut, okay. Gut, das ist mir wichtig, dann erkläre ich euch einmal. Also, wenn ich jetzt Keggy bin, so, ich muss hier hochklettern. Kletter, kletter, kletter. Gut am Klettern, also, Keggy. Also, ich würde nicht so klettern. Nicht? So. Oh, das dauert ja ewig. Nach oben zu dir hochschießen. Nach oben. Und dann, also von hier oben, bitte, bitte, dann runter ins Wasser. Und da, wo du auf dem Block, auf dem du gelandet bist, setzt du dann deinen Wolleblock. Ach so. Und der bleibt dann da auch. Welche Farbe dann die meisten Flächen füllt, also wenn jetzt hier alles voller Grün ist oder voller Blau, dann hat das Team halt gewonnen. Ding ist, wie ihr merkt, das bleibt dann da ja auch. Das heißt, es könnte passieren, dass ihr halt nicht trefft und sterbt. Deswegen war es wichtig, dass ihr euch die Dings gesetzt hat. Und dann ist die eigene Runde vorbei, wenn man gestorben ist. Muss man quasi so, nee, das war nur die Variante, die wir bei Timo gemacht haben. Wir spielen jetzt das richtige Spiel. Weil aber den Goldapfel nicht essen. Nein, bitte nicht. Los. Genau, deswegen okay, auch keine was ist dein Rüstung Element, tragen. Ne? Das läuft nämlich wie folgt. Ihr spielt alle zeitgleich. Oh, ja, der ist zeitgleich. Zeitgleich? Genau, ihr könnt euch also gegenseitig von dem Turm auch runterboxen. Oh Gott, wir können so ganz schnell machen. Ihr müsst einfach, ihr müsst halt ehrlich sein, auf welchem Block ihr gelandet seid und dann halt da platzieren. Und ja, ihr müsst halt jetzt. Aber ich kann die anderen töten und ihre Blöcke klauen, Chat. Wie gesagt, ihr spielt auch im Team gegeneinander. Wollen wir die Bögen noch einsammeln? Okay, wir haben noch nicht angefangen. Wer hat Schubsen gesagt? Können wir die Bögen bitte einsammeln vorher? Moggy und ich sind Schiedsrichter. Und vor allem ich, weil ich weniger Partei spiele als Moggy. Wer gewinnt? Wann gewinnt man? Maeve bescheißt wenn alles voll ist. Ja, aber wenn ich deren Blöcke klaue, können die keine mehr einsammeln. Wenn ihr zusammengerechnet mehr habt als das andere Team, dann habt ihr den Punkt. Okay. Aber halt auch, wer welche Farbe generell am meisten ist, der gewinnt die Netherite-Werkzeuge. Okay, okay. Maeve hat einen Goldapfel gegessen. Wir können vielleicht auch zählen, wer am wenigsten im Inventar. So lange zählt er nicht. Sieht man, wenn ich einen Goldapfel gegessen habe, würde sowas hochblubbern wie bei dir. Eben. Sind noch Fragen? Sind noch Fragen offen? Johnny hat ins Becken gepinkelt. Kann Moggy außer Reichweite also gehen? Darf ich den Goldapfel nicht essen? Aber Moment, ab jetzt nichts mehr. Dankeschön. Für 15 Monate. Hast du noch gelbe Herzen, Johnny? Nein. Boah, das hasse ich immer mit zum Zahn. Nein, nein. Nein, habe ich nicht. Nein. Ich vertraue euch jetzt. Gelbe was? Dann startet also, bitte. Aber wir müssen nicht beim Runterspringen den Platz setzen. Ne? Wir landen einfach irgendwo und da sind. Nein, nein, genau. Landen und da, wo ihr seid, dann machst du jetzt keinen. Okay. Den kannst du in Luft auch nicht setzen. Sonst würdest du ja so einen umgedrehten MLG machen und sterben. Genau. Also, einmal. Hockey, komm mal bitte hierher. Wie verhindern wir, dass wir. Maeve schummelt. Johnny? Johnny, bitte hierhin. Wie verhindern wir, dass wir die Blöcke von den anderen einsammeln? Maeve schummelt. Müsst ihr einfach aufpassen. Und wenn ihr Blöcke habt, die nicht euch gehört, dann packt die weg. Wenn ihr Blöcke im Inventar habt, die nervig sind. Das wird ein Chaos. Ich zoome jetzt hier rein, Moggy. Kinas, wenn ihr Blöcke habt, die nicht zum Spiel gehören, tut sie in die Kisten einfach, damit sie jetzt nicht rumfliegen. Damit ihr wirklich nur die Blöcke im Inventar habt. Perfekt. Gut geübt schon mal? Ja, der hat den goldenen Apfel gegessen. Hockey ist der Einzige, der gerade auf mich hört. Das finde ich sehr angenehm. Johnny. Maeve. Johnny, stell dich bitte neben Hockey. Er muss seine Blöcke einsammeln. Maeve. Ja. Hol deine Blöcke. Die liegen da. Ja, ich hol die. Und Keggy, stell euch bitte an die beiden Seiten hier. Also hier in die Ecke. Keggy? Ja, Maeve? Welche Ecke? Hier, zu mir, wo ich stehe. Arschloch, Alter. Ihr macht das sehr gut, perfekt. Sehr schön. Habt ihr jetzt alles? Sind eure Inventare leer, außer euren Blöcken, außer den Wolleblöcken? Ich hab ganz viel Essen. Gut, dann pack sie bitte in die Kiste. Maeve, dafür wirst du sterben. Sandra. Habt ihr jetzt außer den Wolleblöcken noch irgendwas im Inventar? Wirklich nicht. Keggy, ist dein Inventar leer, außer den Wolleblöcken? Ja, bei mir ist alles safe. Maeve, ist dein Inventar leer, außer Wolleblöcke? Ja. Johnny? Ich hab da ein paar Fackeln dabei. Moggy, halt mal meine Fackeln. Sonst tut sie in die Kisten. Kann jemand meine Fackel auch halten? Maeve, würdest du bitte zu Keggy gehen? Ja, natürlich. Sind noch Fragen offen? Egal. Dann beginnt das Spiel. Keggy. Jetzt, los geht's. Oh, stark. Ah, nee, doch nicht so stark. Wir kommen da nie hoch. Wir werden da ja nie oben ankommen. Nee. Im Zweifelsfall mache ich einfach den Turm kürzer.
Okay, Keggy, du versuchst einfach rauszugehen. Sehr irgendjemand stirbt tot irgendwann. Das ist ja auch schon mal. Kann man nicht, man kann doch irgendwie. Johnny, versuch du hochzuklettern. Nee, ich dachte, okay. Ja, auf welche Seite stehst du? Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Denk dran, auf mich zu schlagen. Hockey, du machst das! Oh. Keggy? Da muss nur Wasser treffen. Ich werd die ganze Zeit noch erwischt von wem? Hä? Von was denn? Sehr gut. Hockey! Yes! Denk dran, dass ihr Crouch noch an der Leiter stehen kann, ne? Ja, hör auf. Okay. Nein, Maeve kommt! Ich hab ihn! Oh, sehr gut. Hör doch auf! Ach, Keggy, und damit ist Keggy schon mal tot? Für immer? Der ist ja direkt wieder hier, das ändert ja gar nichts mit dem Sterben. Ja, ich bin wieder oben! Unter dir, yes. Maeve! Ja! Yes. Nein! Was hat mich überhaupt erwischt? Hockey, ich bin hinter dir! Ich weiß gerade nicht mal, ob ich meine Blöcke dabei habe. Ich hab alle eure Köpfe. Oh, Maeve! Maeve klettert irgendwie schneller als ihr. Warum klettert der so schnell? Ja, der hat Goldapfel gegessen. Na Quatsch. Hat er echt. Hockey? Sorry. Bedenkt, dass ihr sterbt. Wenn ihr sterbt, müsst ihr eure Blöcke wieder einsammeln. Ne? Schlaf gleich mal damit. Okay, Johnny. Gut. Hä? Johnny daneben gesprungen. Wo ist das Wasser? Wow, wo ist das Wasser? Oh mein Gott, ich dachte, das wäre Wasser, Junge. Jetzt kann ich nicht mal einen Block platzieren. Ha! Also wenn irgendwer seine Blöcke nicht mehr hat oder sowas, dann sag Bescheid, dann geben wir die euch. Wer hat meine Blöcke geklaut? Da. Irgendjemand hat die Blöcke von Keggy, bitte. Maeve, du musst sie verprügeln. Fremde Leute mit Köpfe, sag ich schon. Blöcke bitte einfach fallen lassen, ne? Johnny, das ist wirklich... Oder zähl das nicht. Ich hab's nicht genau gesehen. Morgi, wirst du es zählen lassen? Was? Easy. Du machst das. Du darfst ja nicht zählen. Runtergefallen und gestorben, was soll denn daran zählen? Ja, da kann ich zählen, das stimmt. Kannst du einen Block nicht hier ersetzen, nachdem du gestorben bist? Nö, das ist ja nicht recht. Oh, Keggy! Oh mein Gott, Hockey, was war das? Yes! Tja, wieso hat euch? Oh nein, ich dachte, Johnny hat mich aufgehalten. Nee, ich war einfach unter euch und hab gewartet. Der Dreckige ist da oben. Zieh dich, Maeve! Der ganze Ecke stark. Was? Sprung! Jetzt Johnny! Gelb ist Hockey, ne? Hockey. Alter! Johnny, was ist denn los bei dir? Ich hab Maeve getötet! Blöcke nicht. Hockey, ich bin hinter dir! Sehr gut. Ich hab irgendwie kein Speed beim Springen. Okay, Hockey. Johnny, mach die Fünfe voll. Ich glaube, wir können jetzt schon aufgeben, weil ich hab keinen einzigen Block zu platzieren. Ja, dann Maeve ist trotzdem noch da und der platziert Blöcke, hä? Aber die anderen sind ja zu zwei. Ja, du bist auch da. Hockey, ich bin hinter dir. Die anderen aufhalten. Na, was machst du, Johnny? Wenn du nicht springen willst, gibt noch andere Taktiken. Wenn du gelandet bist. Not bad. Johnny hat den ersten Punkt. Wow. Hä, Hockey, natürlich hätte ich das doch nicht geschafft gerade. Hat der Maeve sie noch gerettet? Ärgerlich. Sonst hätte ich da ja schon voll viele Blöcke drin, wenn ich das falsch gemacht hätte. Oh, je mehr Blöcke liegen, desto schwerer wird's, ne? Wer ist rot? Ich bin rot. Ah, hier. Rot ist Maeve. Junge. Ja, das ist so kacke. Nein, Hockey, du machst das! Ich auch! Du machst das, Hockey, ich hab sie! Ihr geht, Nein! Maeve, oh, verdammt! Du kommst euch einfach rein! Nein! Die hat das auch gemacht, Hockey, Alter! Hier liegen noch Blöcke! Also, wenn ihr Hockey auch nur ein Frame gebt, dann ist der weg! Ist ja so! Hockey, box nach unten! Verzieh dich! Verzieh dich! Maeve hat aber auch! Verdammter Keggy! Ja! Also Hockey ist nicht schlecht dabei. Wie steht's gerade? 1, 2, 3, 4, Hockey, Block, 6, 7, 8. Hockey, du hast es geschafft. Und 1, 2, 3, 4, 5. Nein, wie hat er mich erwischt? Die anderen. Du warst doch nicht also so Maeve carried Johnny ganz gut gerade. Oh, Keggy hat noch einen. Oh. 9 zu 5. Ja, es braucht einen nur. Hör auf! Maeve? Fuck. Ihr müsst was wegen Maeve machen. Perfekt, und du hast es geschafft. Du bist doch oben. Ja, Maeve klettert irgendwie schneller. Okay, los! Yes! Bro, das war so dumm von mir gerade. Ich konnte mich noch an der Leiter festhalten. Not bad. Geh hoch, Johnny. Los. Okay, sorry. Nein! Er hat mich erwischt. Yes. Oh, Hockey, du bist echt gut. Normal Standard. Nein! Hockey ist ja auch schon professionell. Nein! Oh, so. Hab ich dich runtergeworfen? Yes! Nee, alles gut. Du hast Maeve runtergekickt. Seit Not Zeiten. Ich finde das einfach. Ich hab ihn. Johnny hat einen zweiten Punkt. Hey! Schon Hockey. Hey, wieso kann Maeve so weit schlagen? Für Hockey. Hockey riecht schon ganz stark nach Netherite. Oh, hier sind noch die blauen von Johnny. Wieso kann Maeve so weit schlagen? Maeve hat einen längeren Arm. Ja, ich hab viel hochgeschlagen. Maeve hat aber diese Krabbe von dem Mob-Hoding. Verpisst euch! Nein! Ja! Ich hab dich doch getroffen! Nee.
Nee, ist das Keggy nach vorne. Nur die Frage, ob Keggy es auch schafft. Ich schlag auch wie Maeve manchmal. Jawohl! Not bad! Johnny war dreimal oben und bin verreckt. Johnny, ganz kurz. Ich bin bei dir. Ich hab's! Let's go! Nicht schlecht. Oha, oha, oha. Ist das die Aufholjagd oben? Was? Wie bist du da gelandet, Hockey? Ja, ich bin legendär. Hockey ist ja richtig froh hier. Trifft er die ganze Zeit diese Lücken? Oh nein! Das war knapp. Okay, sehr wichtig, sehr wichtig. Das ist direkt vor meiner Nase einfach gestorben. Ich muss jetzt besser werden. Ich hab noch Johnny Köppens. Okay. Nein! Ich wurde geschlagen, aber ich dachte, ich schaff's. Ja, ich dachte, ich schaff's trotzdem. Boah, ich hol mir den hier ganz vorne, glaube ich. Warte mal kurz, Piggy. Wie bist du da hingelandet? Ich stehe jetzt gerade. Ey, das gibt's doch nicht. Piggy? Weißt du, wie Hockey da gerade bei dem einen da ganz vorn gelandet ist? Wie macht er das? 9. Oh nein, und ich komm nicht mal an die Rand. 10 einfach, das ist echt insane. Wer hat denn unten? Das Spiel ist alles hier da auf dem Loch. Stark, Johnny. Sorry, Mav. Hockey? Nein! Du kannst ja direkt hoch. Verdammt. Es wird's aber auch schwierig, ne? Ey, ich treff nicht! Ist gefallen. Ich treff's nicht. Die Sache ist jetzt... Hi, Johnny. Ich hab hier, glaube ich, Blätter aufgesammelt. Nein! Johnny, okay, ich muss K drücken. Ey, hier, dieser Johnny, Shader macht so wenig Frames. Wo sind meine Blöcke? Ich mach jetzt ohne Shader. Sollen wir kurz pausieren? Ich hab blaue Blöcke. Danke. Wo sind die roten? Schnell. Platziert bitte nicht die Köpfe, weil die sonst im Weg sind. Die roten. Ich hab sie nicht. Nee, ich nicht. Guckt bitte ins Inventar, wer die roten hat. Sorry. Oh, nice. Ich will den Block haben. Ich hab noch einen. Oh, nein, ich war zu sehr im Game. Das hat uns viel Zeit gekostet, Johnny. Kommt ihr an dem Kopf vorbei von Johnny da oben? Ja, müsste man eigentlich. Ja. Mann. Okay, das ist egal. Das kann nicht sein. Da hängt ihr da nicht. Nee, okay, nevermind. Maeve. Oh mein Gott. Nee, verzieht dich. Egal, verzieht. Box den mal weg, Kiki, box den mal weg. Ja, mach ich gerade. Ich frage, ob er auch trifft. Ja. Damit hat Maeve noch einen Punkt. Mann. Rocky, kletter doch. Bro, ich hab ihn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Was für Aggro, ich bin nicht Aggro, ich klicke. Okay, du machst das. Team Pink hat gerade zusammen ungefähr so viel wie Hockey alleine. Ja. Was? Hat die noch gesagt? Hockey macht die ganze Zeit. Ach, komm schon! Da war Keggy zu weit. Danke. Also, Keggy, das ist Hockey. Hockey sammelt die ganze Zeit. Okay, du bist so krass. Oh mein Gott. Oh, ich warte, kann ganz alleine hoch. Das kann nicht sein. Ja, hab ich. Hier ist gerade niemand gewesen, ich hatte freie Wahl. Und kann nicht sein. Brauchst du Kopf? Aber Keggy, ich hab dir auch nichts getan, Alter. Keggy Kopf? Alter. So, Keggy hab ich ganz viel leer. Das merke ich mir, Keggy. Das merke ich mir. Wieso? Ach, komm schon. Oh. Aber es spitzt sich jetzt zu. Es wird auch so. Meine Blöcke. Schau mal, Keggy und Johnny. Meine Kohlköpfe. Alter, wir haben freie Laufbahn. Easy. Knutschi. Ich schaff das. Ich hab noch einen. Komm schon. Kann nicht sein. Hockey wäre ganz oben. Digga, ich finde das so schwer. Ich finde das auch super schwer. Hockey, aber ihr macht das gut. Als ob ich genau so ein Viereck treffen würde. Oh mein Gott. Wow, wie knapp. Hockey, das ist echt aufzuhalten. Aber langsam wird es echt eng da. Maeve auch? Ja, aber ich glaube, Hockey hat mathematisch schon gewonnen. Der Rand ist nicht. Nee, das sind auch reichlich. 8, 9, 10, 11. Das kann nicht sein. Hockey, Netherite gehört dir. Ey, ich bin so oft oben, aber ich schaff's nie, in diese Lücken zu springen. Ja, ich schaff's auch nicht. Ich schaff's nicht mal, wenn er keine Lücken hat. Aber mal so eine Frage. Das ist voll schwer. Ich weiß nicht, ob das zu sehr gegen den Sportsgeist verstößt. Da wollen wir Hockey gegen Maeve an dem Punkt antreten lassen. Wo sind meine Blöcke? Wäre vielleicht eine Idee. Das mit dem ganzen Licht da unten herunterzunehmen, das geht schon echt lange inzwischen. Ja. Was sagt der Rest? Sudden Death oder was? Sudden Death, let's go. Okay, dann, ich finde, das ist ein guter Punkt. Warte, okay, ihr macht jetzt den Sprung noch runter, den ihr jetzt schon angefangen habt. Oh mein Gott, wie hast du mich bekommen? Hä? Wir durften ja noch schlagen, oder? Ja, hast du aber. Schlagen könnt ihr noch? Also das, was ihr jetzt macht, könnt ihr noch einmal machen und danach wartet ihr bitte unten. Oh, schlechtes Karma. Verdammt nochmal. So. Wie habe ich das nicht getroffen? Maeve hat nochmal. Ja. Das Keggy kann noch einmal. Komm schon. Pack das. Mach das, Champ. Oh, okay. So schwer. Dann entscheidet es sich jetzt zwischen Hockey und May. Wir spielen immer nacheinander, oder was? Geht in euch beiden. Wollt ihr euch boxen oder wollt ihr nacheinander? Nacheinander ist, glaube ich, logischer, oder? Boxen dauert zu lange, oder? Ich glaube, das haben wir inzwischen. Ja. Das war für den Anfang vielleicht ganz gut. Ja, aber dann können wir auch zu viert Ich würde sagen, ab jetzt eben. Also ab jetzt ist es. Oder zu viert ohne Boxen, von mir auch. Okay, dann mach das so. Wo sind meine Blöcke? Hier den grünen. Neu starten. Sollen wir wieder irgendwo uns hinstellen? Nö, nacheinander macht's doch egal. Welche Reihenfolge?
Peggy fängt an. Wer am wenigsten hat, fängt an oder so. Ich bin schon oben. Peggy, Johnny, Maeve, Hockey. So ja. Ich meine, wir können ja aber auch schon hochgehen, sonst muss man ja immer gucken, wie ja, wir hochgehen. Ja, klar. Wir können halt nur gucken, wie es für so gut ist. So, Peggy fängt an. Wenn ich links klick drücke, genau, dann passiert es halt. Also wenn ihr auf der Treppe kommt, nice. Ich kann ja schon mal mich dazustellen und mich Peggy in den Weg erkennen. Ich kann ja schon mal die Sicht versperren. Okay, was ist das? Johnny? Ja, Johnny, ne? Soll ich? Okay. Let's go. Ja, jetzt kann man sich auch endlich mal ein bisschen konzentrieren. Ja, jetzt wird sie auch knifflig. Ja, jetzt klappt es nämlich. Er stirbt trotzdem. Ja. Den Punkt hat Johnny. Schade. Wer ist jetzt? Okay. Jetzt Maeve. Jetzt kann man sich konzentrieren, stirbt. Ah, fuck. Okay. Ich hatte? Okay. Zugzwang. Jetzt komm ich für dich, Keggy. Oh, no, das wollte zu viel. Hockey. Kannst du zählen gerade, wie viele Punkte jeder hat? Weißt du das gerade, Moggy? Ich war nach Keggy, ne? Keine Ahnung. Ja. Wen zählst du? Wo sind meine Blöcke? Ich zähl jetzt Maeve, die roten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Hockey hat 13. Oh, Maeve auch. Ah, fuck. Alter, was? Es entscheidet sich jetzt wirklich zwischen Maeve und Hockey. Es liegt mir absolut nicht, Chat. Ich krieg's gar nicht Maeve hin, Mann. Maeve hat krass aufgeholt. Ich hab auch gar keine Übersicht, wer am meisten hat. Wow. Göttliche Ecke. Alter, die war richtig die Ecke, finde ich. Richtig gut, ja. Ach, komm schon. Dass du die auch geschafft hast, ist insane. Also Hockey führt das mit einem. Ja. Oh shit, der Druck. Ja! Johnny, not bad. Johnny macht es euch nur noch schwerer. Hä, ich dachte, meine Gewinn. Am Ende zählen wir ja eh noch. Ich wollte gerade sagen, am Ende zählen die noch dazu. Sonst würde ich es ja nicht versuchen. Ich dachte, es wäre gegeneinander. Nee, Einzelsieg ist nur für Netherite. Ja. Einzelsieg ist für Netherrack-Dingens, genau. Zusammengerechnet. Achso, das würde ich ja versuchen, jetzt. Johnny muss noch vor mir. Freizuleiten. Zusammengerechnet sind es. Nein, du bist nach Hockey. Sehr gut, Keggy. Hol ruhig Punkte. Nice. Ja, aber ich bin nicht dran, ich bin nach Keggy. Ich schlafe gleich mal ganz kurz. Okay. Sorry. Können wir Tag machen? Ja, warte. Ja, weil ich kann auch Tag machen. Wir müssen auch Tag machen, weil sonst die Creeper kommen. Oh, man. Okay, Johnny, du bist gesprungen, da kann ich jetzt, ja? Jo. Das ist nicht perfekt ausgeleuchtet hier. Hat Johnny es geschafft? Nee, hat er nicht. Nein, yes! Maeve auch nicht? Boah, ist das nicht hart. Nicht so ungut, Maeve. Ja, ist schon gut. Nein, verdammt! Ah, die sind so schwer. Ja, so wichtig, Hockey, so wichtig. Ich sterbe morgen. Ole. Das ist eine richtige Kopffarm hier eigentlich, ne? Ich hab da gar nicht gedacht, dass ihr jetzt... Nee, nur wenn sie sich gegenseitig erschlagen. Ach, stimmt, so stimmt. Nicht. Ja, wenn selbst das nicht. War grad, das war nicht mal knapp. Nein! Ich denke, du musst mich vorlassen. Das war bei mir gerade nicht mal knapp. Du bist gut, die letzten Ecken zu erwischen. Die sind schwer, ja. Die sind echt 1, 2, 3, 4, 5. Junge, hätten wir weitergemacht mit Boxen, wir wären nie fertig geworden. Wir müssen uns konzentrieren. Nie. Alter, das ist ein super cooles Spiel übrigens. Mann, dieser eine Block da vorne. Wenn Johnny sich jetzt alle holen würde, würde er zum Beispiel noch gewinnen können, tatsächlich. Na los, Johnny. Das ist so schwer mit diesen einzelnen Blöcken. Keggy ist drin. Weil nimm den unten rechts, unten links meine ich. Ich mach dasselbe. Los. Also sterben oder was? Ach shit. Stark. Ja, das ist runtergefallen. Das zählt als Okay, Hockey? Okay. Das ist versucht. Das fehlt. Ja, gibt's. Es war kurz funny, aber... Hockey, das ist hätten wir das weitergemacht. Punkt, ne? Ich hab's platschen gehört, scheiße. Ich hab mittlerweile so Okay, ich mach die Ecke, Jungs. Hockey hat echt raus. Ja. Hol die Ecke, Keggy, hol die Ecke. Oh! Er hat die Ecke. Er hat die Ecke. Johnny, mach einfach, links. Johnny, du machst das. Mogi, ich hab das Gefühl, du glaubst nicht an mich. Nee, du machst das. Johnny? War gute knapp. Arbeit. Verkackt. War knapp. Liegen hier noch bei mir? Fahr zur Hölle. Maeve hat's geschafft. Nice, let's go, Maeve. Ich bin echt, also jetzt, an dem Punkt habe ich auch wirklich wenig Orientierung. Oh, hab ich sie jetzt? Nee. Okay. Ich hab das Gefühl, Mogi ist nicht für mich. Nein! Peggy, sie so fliegt immer zu mir, die Problem. Johnny, bitte spring in den Tod. Johnny? Bitte, Johnny, bitte. Ach, komm schon. Maeve? Das muss doch noch möglich sein. Nein! Aber ist besser so. Das muss doch möglich sein. So. Es ist besser für uns beide. Okay. Oh mein Gott, Hockey, du schaffst das. Ja, yes. Hockey ist ja echt krass gut. Digga, Hockey, scheiße, Hockey, du hast was, Keggy, du schaffst es auch. Hockey, du hast noch mit den Jump'n'Runs, das ist das Problem. Hockey, du hast noch 48 Blöcke jetzt, ne? Es sind noch... Und du? 49. Tschüss mit einem. So, jetzt Maeve kann es sich noch holen. Johnny. Das gibt's doch nicht. Oh, sogar ein Kopf, kann sein. Ja! Maeve hat sich den geholt. Welchen? Vier sind's noch. Nein, ich habe schon Hockey. Das könnte ich auch geschafft. Es sind noch drei. Oh mein Gott, Hockey, mittlerweile muss es entschieden sein, oder? Komm schon. Ich würde es auch sagen... Es kann doch Maeve holen, Punkt. Nee. Es ist so schwer. Ja. Es ist so schwer.
Ah, oh, Hockey, wäre ich das eine Mal nicht dumm runtergefallen, das ärgert mich das ein bisschen. Mhm. Aber egal. Es ist mein... Fuck. Ich kann auch dumm runterfallen. Ich würde sagen, ist denn, danach ab... Was ist denn hier ab- die Strat, Alter? Yo! Okay, nevermind. Starkmave, let's go! Fuck. Okay, okay, okay. Oh, Hockey, easy. Oh, das war so knapp! Oh, das sah so aus! Das sah so gut aus! Ich hätte nicht gedacht, dass du daran stirbst. Oh, ich bin sogar noch reingerutscht! Du wirst jetzt auch sterben, Maeve. Ich weiß. So, den hol ich mir. Hey, Sorge, Johnny holt jetzt einen. Den hol ich mir jetzt. Danach geht's um den letzten. Oh. Oh Mann. Schade. Ah, ja. Maeve holt jetzt keinen Punkt und danach muss er. Ich krieg nichts mehr, Chat. Ich krieg nichts mehr. Den vor, die letzten zwei mach ich natürlich. Nix, den, die, einen holen wir noch. Oh, nein! Der letzte. Ja, 46. Der letzte entscheidet es jetzt. Okay, also entscheidet es nicht. Keine Ahnung, wie viele ihr habt. Warum? Das war auch so. Wenn ich jetzt treffe, dann haben wir auch Gleichstand, Hockey, ne? Johnny wäre jetzt legendär, aber wenn ich Johnny jetzt treffen würde. Mann, ich hätte es echt gegönnt. Ich hätte es gegönnt. Gegönnt. Hockey, du machst es, komm schon. Nee. Hockey, Hockey, deine Chance jetzt. Hockey, komm schon, wo bitte. Wo sind deine Blöcke? Ah, hier. Was? Wow. Hockey hat getroffen? Okay. Hey, du bist, oh, bist nicht mal im Wasser okay. gewesen. Du bist, ja, das war vorhin schon. Ich war kurz drin und bin so raus. Dann zähle ich jetzt Wert? Einmal Hockeys. Eins, ist zwei, Wert, drei, gedrückt, vier. Ist der Hack? Nein. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, ihr habt 16, gewonnen. 17 hat Hockey. Merkt ihr das bitte? Jesus Christ. Maeve hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitte werft nicht mit Blöcken, sonst komme ich durcheinander. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Auch 17 hat Maeve. Oder oh, irre ich mich da? Zähl doch mal nach die Roten. 1, 2, 3. Wir hatten vorhin, ich hatte einen mehr. Hockey hat doch so viel öfter getroffen, dachte ich. Ich habe auch so Maeve hat 17. Ich zähle nochmal Hockey nach. Dann hast du Hockey viel erzählt. Hockey, wie viele Blöcke hast du noch? Er hat 19. 19, true, true. Ich habe mich verzählt, Hockey hat 19. Okay, Johnny hat 1, 2, 3, 4, 5. Johnny hat weniger als Keggy, also ist erledigt. Johnny hat 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hat Keggy. Das heißt, in der Name Hockey. Wir hätten übrigens einfach vergleichen können, wie viele wir noch im Inventar haben. Ja, aber keine Ahnung, ja, ist vielleicht auch einer abhanden gekommen oder zählen so. Zählen ist cooler. Darum weiß ich jetzt nicht. Eben. Dann wissen wir auch genau, wie viele wir haben. Das heißt, das Team von Hockey hat gewonnen, dementsprechend. Und Hockey kriegt auch KTE. Die... KTE! KTE! Dann gehen wir einfach zur Mitte zurück, bitte. Team Türkis ein Leben lang. Legt bitte die Blöcke wieder zurück in die Kiste, damit sie irgendwie da sind. Nicht sehen, aber war am Ende ein heftiges Match, Maeve. Du warst krass, Maeve. Ich tut mir leid, ich habe die einfach nicht getroffen. Ja, das ist auch ziemlich schwer. Okay, jetzt kriegt Morgi wieder ein Glücksspiel, Leute. So, am Ende, wenn noch diese einzelnen Blöcke. Also, ich fand das eigentlich ziemlich okay, wir müssen den Pillager loswerden. Sind da jetzt noch Pillager? Hallo! Das ist doch der, wow. Okay, ich gehe ganz kurz aufs Klo. Kann ich ganz kurz aufs Klo gehen? Ich ja, kein Problem, wir machen ja eh. Nee, er ist noch da. Er ist noch das heißt, Türkis hat jetzt den Punkt, ne? Weg jetzt, okay, er ist tot. Ich frag nochmal kurz nach. Türkis hat den Punkt, richtig? Ja. Ja. Sind wahrscheinlich in meinem System da drin. Da ist ein bisschen Platz. Boah, jetzt so ein Glücksspiel, oder? Ja, das wäre auch mal einen coolen Creeper-Kopf oder so. Das ist Zufall. Also, ihr habt alle die gleiche Anzahl an Feuerwerk-Varianten da drin. Oh, okay. Wenn ich gerade die Köpfe hier habe, kann ich sie nochmal nutzen. Ich mag das, dass die Punkte geholt hat, aber er durfte nicht sehen, wie es. Oh, stimmt. Huch. wie wir das bekommen haben. Nächstes Spiel dann wieder 1 gegen 1? Ja. Ah, fuck. Genau. Okay, stimmt, wir können gerne was? Gamba machen. Maeve, Johnny will... Okay. Wir machen Gamba. Ach so. Schon wieder ich gegen Maeve? Oder? Nee, warte, was, wenn das nächste wieder sowas ist, was... Wenn Morgi ist, dann solltest du mal gegen Morgi ran, ne? Du hast noch nicht gegen Morgi. So. Ich dachte gerade, du bist ja viel besser in Minecraft als ich, aber was, wenn zum Tisch ja, ist? Wir wechseln immer ab, Johnny, das ist egal. Oder okay. Kommt noch ein Spiel, dann? Es kommen noch, also es sind insgesamt 7 und wir haben jetzt 3 gemacht, genau. Also Gamba ist Chat für alles zusammen, ne? Ne, dann kannst du ja ran. Wir müssen ja eh jede Runde wechseln. Okay, ich versuch's. 7 Spieler? Doch, ja, ich hab insgesamt. Und Morgi ist bestimmt noch 4 Spieler. Morgi ist bestimmt der schlechteste von den dreien. Ja, es kommt aufs Spiel an. Ja, also ihr habt euch schon entschieden, wer von euch gleich dran ist? Weil der jeweils andere muss das Spiel dann danach spielen. Ja, der rote Name ist dran. Zwischenstand ist gerade 2-1 für Türkis. Ich weiß, ich wollte es nur gesagt haben. Oder kriegen wir das Spiel vorher gesagt? Das wäre gut.
Ja, ich warte, bis Hockey wieder da ist und dann könnt ihr euch entscheiden, wer das nächste Spiel. Ich habe gerade auf meinen zweiten Monitor geschaut, ich habe davor mit Hockey geschrieben und der ist gerade aufs Klo gegangen und der direkt über Smartphone auf Discord online, ich sehe schon. Ich hab davor wenn euch Hockey geschrieben hat, dann sollt ihr wissen, er hat euch vom Klo ausgeschrieben. Ich war mit Hockey im Call vorher und er hat die ganze Zeit Redepause gemacht und gesagt, ich schreibe gerade. Dann habe ich irgendwann gefragt, mit wem und dann war es mit dir. Ja, das bin ich. Er war die ganze Zeit so abgelenkt. Moggy, Hockey und ich sind Tickies. Redstone-Ding, Johnny und Maeve sind hier selber pink. Entwickelt. Das war gar nicht mal so einfach. Und es ist auch richtig cool. Crappy. Wenn man da reinguckt, dann ist es eigentlich nicht wirklich sauberlich gearbeitet, aber es ist hier. Kenny, ich guck gerade in den Stream und ich find's bodenlos, dein Chat. Wieso? 11% auf Pink? Also, ja. Das Spiel war gerade ziemlich bodenlos. Oh, mein Chat fragt gerade, was die Bestrafung war für den Take. Ich glaube, das haben wir einfach entfallen lassen, ne? Das hatte sehr viel Bogen Boden am Ende. Gut. Ja, stimmt. Ich sag euch, dass das nächste Spiel ist. Dann müsst ihr euch entscheiden, wer das spielt, aber der jeweils andere muss dann beziehungsweise bei euch. Ihr habt euch entschieden? Habt ihr euch auch schon entschieden? Weil dann sage ich nicht, was ist das. Nee, lass uns mal vorher den Spieler sagen, weil dann kann man es nicht taktisch machen. Ja, das ist Überraschung. Ja, genau. Also Johnny. So dran, weil wir durchwechseln und ich wollte gegen Johnny antreten. Ja, also Johnny gegen Mogi. Welches Spiel ist es? Dann gehen wir mal hier rüber. Boah, Hauptsache nicht Boot fahren oder so. Nö. Kennst du das Brettspiel Boot fahren? Johnny hat mich gehauen. Wir sind aber hier. Er hat angefangen. Welches Brettspiel? Boot fahren. Es geht ja um Brettspiele. Ihr gewinnt. Alter, ihr gewinnt. Ja! Oh mein Gott, let's go. Ich hab gehofft, es gibt Schiffe versenken, Kiki. Ich immer sowas hier spielen. Ja. Ich bin ein Viergewinn-Profi. Okay, wir haben hier die pinke Seite, wir haben hier die türkise Seite. Es läuft wie folgt. Ihr habt hier Tasten. May, würde es nochmal Tag machen? Oh Gott, in Minecraft, jetzt ist der Druck hoch. Ich werde jetzt irgendwelche. So. Ich mache einmal vor, aber dann baue ich auch wieder ab, damit ihr es halt seht, ne? Eine Taste, dann ist halt die jeweilige Farbe. Das ist ja übelst cool. Ne, auf der anderen Seite, dann halt, das habe ich. Also, ich habe das nicht nachgebaut nach Mambo Jumbo, aber ich habe die Idee bei Mambo Jumbo gesehen. Das ist ja übrigens der YouTuber, dem ich das habe, aber gebaut habe ich selber. Na, das ist der aussieht wie Dashkis Charakter. Ja, genau, Mambo Jumbo ist super cool. Der Server irgendwo hat seinen Skin geklaut. Der hat ist halt bei Hermitcraft auch mit drin. Genau. Dashke oder was? Genau. Quasi. Das wär's. Okay. Dann, ja genau, ihr könnt, wenn ihr wollt, wieder von hier oben zugucken. Ansonsten würde ich es, glaube ich, mehr Sinn ergeben, von hier unten zu gucken. Du gehst so unter, Mogerich. Es führt jetzt gerade Team Türkis, das heißt, Johnny darf anfangen als Pink. Er darf anfangen. Das ist ja lecker. Yeah. Oh, das ist aber so ein kleines Feld. Moggi, du schaffst das. Denk dran, Moggi. Best of the Three. Ich guck mal, wie lange das die erste Runde geht. Denk dran, Moggi. Vier gewinnt, ne? Vier. 1, 2, 3, 4. Ja. Du schaffst das. Scheiße, ist das spannend. Nee, da. Da macht er nicht mit. Okay, so. Okay. Da bleibt er nicht viel. Okay, so, also, okay. Schade. Dieses Spiel ist gesponsert von Concrete. Ich hab's gesehen, Johnny. Wer ist Concrete? Ja, es wäre vorbei. Trockenbeton. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Oh, das war richtig schlecht, Johnny. Das war peinlich. Entspannt euch. Moggy? Ja. Wir machen ganz ruhig. Ach, Hockey, du hast übrigens die Rüstung gewonnen. Das Glückwunsch. Ja, voll cool. Jetzt habe ich endlich mal gute Rüstung. So Werkzeuge, nicht Rüstung, aber. Das sind Werkzeuge, keine Rüstung. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was überhaupt eine Taktik für dieses Spiel ist. Ja, ich bin jetzt auch nicht so confident. Wie ich habe Johnny macht hier irgendwas und ich habe nicht Ahnung. Nee, am Anfang habe ich immer einen Move und den hast du halt durchschaut und ja. Taktik ist einfach, du versuchst zu verhindern, dass er F4 macht. Aber das ist die Taktik. Aber ist Best of 3 oder normal einfach? Also je nachdem, ob wenn es jetzt super lange ist, dann ist es... Ah, er hat es gesehen, Verdammt. Das war nachher sicher. Ein bisschen fies, weil die sich ja nicht, also die... Man kann nicht auf Anhieb sehen, ob es 3 sind. Johnny, wenn du das übersehen hättest, wärst du... Johnny, mach den richtigen Stein. Und dann haben wir einen soliden... Ich hab echt voll Angst. Oh, er macht nicht den soliden Penis. Soliden Penis. Ne, wieso? Den habe ich. Ein bisschen gepimmelt hat er in der Mitte ist er schon, kann man sagen. Also, da sind zwei ordentliche. Da sind also ein ordentlicher Schwenger. Ja, stimmt, da ist noch einer. Das ist ja ein ordentliches Ding, du. Die sind miteinander verknotet so. Da wird mies gepimmelt. Johnny? Ja, entspann dich. Johnny? Mit Timer, wir sollten mit Timer machen. Mit Timer, jetzt über dem Schach.
Ich hoffe, ich muss dann später nicht Schach spielen. Nein, kommt kein Schach. Aber vielleicht sowas ähnlich. Misskommmühle. Scheiße. Ich google, wie spielt man jetzt optimal? Ich spiele wirklich ganz komisch spannend. Viel gewinnt. Ich habe so ein Spiel noch nie gehabt. Ich auch nicht. Das sieht ja wirklich, es ist insane, wie ihr das gerade auch macht. Ja, fall nicht auf so eine dummen Tricks rein. Naja, dann spiel. Du bist schlauer als das. Scheiße, du hast gewonnen. Oh nein. Oder? Ich nicht gesehen. Weiß nicht. Was? Ich glaube schon. Also, it's your turn. Ich hätte das nicht sagen. Oh Gott, ich hatte dich ja ausgleich. Nein, Melf, es gibt keinen. Okay, halt mich. Halt mich. Hallo, ist wie oh, stimmt. Stimmt. Ich wüsste jetzt gerne, was. Ja, okay, never mind. Ich wüsste gerne, was Moggy halt. Ich wüsste halt gerne, welchen Moggy schon gesehen hat und welchen nicht, aber es gibt halt zwei. Okay, ich hab Gefühl, Moggy. Ich hab Gefühl, Unterschied. Nein, du hattest eine Zwickmühle, du hast. Okay, es ist zum Glück Best of Three, von daher alles gut. Warte, ich hab die Zwickmühle nicht kommen sehen. Als ob das jetzt ein Best of Three ist. Wir haben gewonnen. Ich hab nicht gesagt, dass es Best of Three ist. Ich dachte auch, dass es jetzt vorbei. Ich hab nur gesagt, wenn es jetzt nicht super schnell gewesen wäre, hätte ich gesagt, aber es war. Ich hab mich so auf das Game gefreut und dann hab ich es nicht, ich hab so reingeschissen. Das heißt, der Punkt geht an Team. KTE! Yes, KTE! Yes, KTE! KTE! Einmal zurück. Man hätte hier hochgekommen. Furchtbar. Ich dachte nicht, dass das irgendwie hinhaut. Ich habe einfach gleich gesehen, dass Johnny mal eins freilässt. Ich dachte, der spielt irgendwelche Mindgames. Ich werde das nicht hinbekommen. Tesi, kleine Kritik. Das ja? War viel zu einfach. Best of Three oder Best of One muss man vorher wirklich festlegen. Ja, okay. Ich hab gesagt, wenn es halt nicht so, wenn es länger dauert, dann. Nein. Okay, Maeve ist beleidigt. Danke. Das Johnny heißt, der Punkt geht an Türkis. Das war schon nicht so. Ich hab mich so vertraut und einfach reingeschmissen. Maeve, du hast doch gar nicht gespielt. Johnny hätte es geholt. Ich bin mir so sicher. Ich muss sagen, das Spiel für drei Runden wäre. Das wäre ein bisschen langweilig. Und wir haben noch. Also, wenn ich nicht verloren hätte, hätte ich auch gesagt, Best of One. Hockey, du kannst dir einmal noch deine Preise abholen. Du warst ja gerade nicht da. Du hier. Muss ein bisschen jumpen dafür. Sowas nennt man Maeve auch. Ich hätte es zwar so easy verhindern können. Maeve, sowas nennt man auch schlechter Verlierer. Hingeschaut. Ja, ich bin wirklich schlechter Verlierer. Alter! Sogar ein Achievement! Was? So ist es doch. Ich hab ein Achievement. Ach, ihr kriegt die alle? Normal. Das ist alles so eins jetzt. Schaut euch die Ho an. Nee, er kriegt das alles. Zeig mir deine Ho. Oh, Alter. Ja, das wollte ich nicht machen. Boah, gekommen. Boah, okay. Hau mal Maeve mit dem Schwert, der ist so frech die ganze Zeit. Okay. Dann. Maeve, kannst du hier in die Kisten geklaut. Aber ab jetzt ist nichts mehr, wo du stirbst. Hey, die Blumen durften wir doch gar nicht behalten. Dieser Scheißclip. Hört auf ihn zu reposten. Das heißt, ein anderes Team spielt jetzt Maeve. Wer spielt von euch nicht mehr? Danach ist egal, danach spielt ihr wieder quasi alle zusammen. Wer war nach mir dran? Hockey oder Kay? Hockey war nach mir dran, oder? Ja. Hockey war noch nie alleine. Okay. Dann ja, Maeve gegen Hockey. Ich bin dran, ja. Ich hoffe, ihr kennt das Spiel. Maeve, wir müssen ab jetzt alles richtig machen, sonst können wir nicht mehr gewinnen. Können wir nicht? Hä? Ich glaub, nicht. Es gibt das letzte Spiel, ist auch nochmal einen Solo-Sieger, also. Letztes Spiel gibt 5 Punkte. Oh mein Gott, das Spiel! Oh, was ist das? Also, gegen Kaktus gelaufen. Nein, bin ich nicht. Ihr könnt gerne hier vom Rand aus zugucken, von den Azaleen. Okay. Das war mein Plan. Außer und Dingens. Ich mache einmal vor, wie das hier läuft. Und zwar sind das hier. Das heißt, ihr seht, wenn ich hier laufe, werden die. Hier klappen sie so runter. Und ja. Das ist ja Vollgeist. Alter, das ist ja cool. Genau, es ist Vollgeist. Ich wusste nicht, dass es solche Blöcke gibt. So. Hier ist aber Best of Three, oder? Ja, genau. Hier ist Best of Three, weil das sonst diese zu schnell ist. Ja. Genau. Ich würde euch einmal bitten, die nicht mitspielen, hier einmal sich euch an den Anzaleen hier aufzubauen. Aber Hockey, das ist ein starkes Spiel, oder? Ich bin da richtig gut drin. Genau. Also Moggy, Keggy, Donny, bitte einmal hier auf die Anzaleen, die hier sind. Ja, Hockey, stell mal vor, wir hätten viel Gewinnspiel. Wie langweilig wäre das gewesen? Müssen wir? Also die anderen beiden starten halt von hier unten. Deswegen würde ich schöner finden, wenn ihr zuguckt, als hier hinten auf die Anzaleen geht, damit ihr nicht im Weg seid. Dann bleib ich hier. Okay. Oh Gott, ja. Das sind ja schön drei Anzaleen für euch. Genau, wichtig ist, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht auf die. Also, ihr könnt halt potenziell hier rüber jumpen, das ist halt ungeil. Wenn ihr über die Leuchtstäbe hier rüber geht. Wir dürfen einfach gar nicht jumpen. Warum hast du keine Zäune aufgestellt? Doch, wir dürfen springen. Weil ich das so schön habe. Ach, wir dürfen springen? Wow. Ihr dürft springen. Du hättest ja auch einen höher machen können. Du musst ja über Löcher drüber springen. Hast du recht. Ja, egal, ich krieg das schon hin. So. Ja. Genau. Wenn ihr unten seid, einmal kurz wichtig.
immer wenn ihr unten runtergefallen seid, müsst ihr hier diese beiden Moosblöcke wegmachen und dann wieder platzieren. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde aus Versehen auf die Hecken springen. Okay. Ich könnte ich das gleich. Ja, oder? Wenn ihr merkt, dass ihr auf der Hecke gelandet seid, springt einfach wieder. Disqualifiziert. So, best of three. Okay. Springen auf die Hecke. Diesmal gibt es ja auch keine Unentschiedens oder sowas. Oh, Hockey geht direkt mit seiner Netzarbeit aus Versehen rein, ihr Alter. Habt ihr beiden offene Fragen? Ihr dürft nicht Hecke, boxen. Aber wenn man auf die Hecke springt, darf man wieder rein. Genau, genau, okay, einfach wieder reinspringen. Hockey? Nicht boxen, noch, aber springen. Noch ehrenvolle Verneigung hier vorher, ja. Hockey benutzt das Schwert. Hockey benutzt das Schwert. Auf die Plätze. Die Axt macht mehr Schaden. Oh, verdammt. Ihr dürft euch nicht boxen. Nicht boxen. Und töten? Nicht töten, nicht schaden gegenseitig. Nur laufen und springen. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ach, mit SRG sprintest du, Hockey. Du schaffst jetzt Hockey. Oh Gott, ist er ist hinter dir. Alter, ja, nee, ist aber auch oh, nein. Oh, nein. Der erste Punkt geht an Hockey. Oh, genau, Er muss ja mal frei. Er hat gelernt von mir. Ich hab gesagt, ihr sprintet. Nice. Doppel-W, Hockey, genau. Doppel-W. Ich hab ein bisschen, das ist die Doppel-W-Strip. Ich hab ein bisschen risky gespielt und hoffe, dass du da nicht mehr rauskommst, weil du hast es geschafft. May, kannst du nochmal Tag machen, so bevor es vielleicht Nacht ist? Doppel-W steht für Doppel-Win. Danke. Warte, hat Hockey nicht mal dieses Berg hochklettern geübt? Wahrscheinlich. Ja, Jump-Runs. Gewonnen. Ach so. Er macht das generell deswegen mit dem Wasser auch so gut. Er kann halt einfach Minecraft-Movement. Runde 2, es steht 1-0 für Hockey. Auf die Plätze, fertig, los. Aber zum Glück bin ich dieses Spiel nicht. Wenn Hockey sich den Punkt holt, hat er sich nicht. Sehr gut, Mate, sehr gut. Sieht gefährlich aus. Du hast die Oberhand. Oh, die gehen wieder hoch, die Dinger. Ja, die gehen wieder hoch. Weil sonst wäre es ja sehr schnell. Hockey, los, schneller, Mate. Sehr gut. Damit ist es entschieden. Kalt. Wollt ihr trotzdem noch eine Runde machen, eine dritte, weil es ist Schnellfall? Einfach nur just for fun? Nein, mach Best of Five. Best of Five? Ich will nicht, dass Maeve sich wieder beschwert am Ende. Ja, gerade ist es ja für... Es ist doch für ihn gut. Ist kaputt gegangen, glaube ich auch, ne? Okay, wärst du damit einverstanden, Best of Five zu machen? Ich muss mich kurz mit meinem Team besprechen. Ja, besprecht das ruhig. Ey, Team, was sagt ihr? Machen wir Best of Five? Wir haben gewonnen! Eigentlich haben wir gewonnen, ja. Also, ich finde auch, dass okay. Best of Five ist halt die Sache, um zu verlieren, müsste Maeve dreimal gewinnen. Und du dann machen wir aber auch Best of Three, weil ihr viel gewinnt dann noch. Nein. Nein, also eine Runde würde ich sagen, macht ihr auf jeden Fall noch. Sie hat Best of Three gesagt, ich habe verloren, aber wir machen einfach nochmal so auch Spaß. Eine Ehrenrunde. Okay. Genau. Eine Ehrenrunde. Auf die Plätze, fertig. Alles oder nichts. Los. Wenn Maeve das jetzt holt, dann hat er gewonnen. Nee. Das kannst du nicht einfach so festlegen, Johnny. Nicht? Ja, doch. Ach so, okay. Dann Hockey, gehört, Hockey ist ja zu gut. Hockey ist zu gut. Oh. Ah. Okay. Das heißt, selbst wenn... Hockey, ich hab so eine krasse Sachen gemacht. Ich will das einmal gegen Peng machen. Überlebt, dann mach ruhig einmal. Wir haben genug Zeit, denke ich. Ich bin auch voll kacke. Zwei Spiele. Ja, ich auch. Das aber wie hast du das immer überlebt, Hockey? Erzähl mir das bitte mal. Ja, ich springe halt. Okay. Ich wusste nicht, dass die hier starten. Okay. Mit rein, aus irgendwelchen Gründen. Ihr könnt auch zu dritt machen. Wir können auch zu dritt. Okay. Ja, das geht jetzt um nichts. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Mit einem Frühstart hat man ja voll Vorteil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh nein! Wir sind alle gleichzeitig unten. Also ich glaube, wir waren nicht gleichzeitig. Wow. Jungs, ihr auch hier. Seid ihr auch hier unten? Hey, wollen wir eine Runde alle machen einfach? Ich hätte jetzt gerade auch voll Bock. Einmal alle. Wie kommt man hier raus? Okay. Du musst dich ein bisschen bücken, genau. Aua. Okay, dann manchmal muss man sich im Leben bücken, Johnny. Kann man, würdest du einmal den... Warte mal, hätten die sich boxen können? Nein. Nein. Dürfen wir nicht. Illegal. Boxen ist illegal. Das dürfen okay. Ist aber laut. Auf die Plätze, fertig, los. Oh Gott, ah! Oh mein Gott, ich bin schon um. Es gab keinen Weg. Yeah! Ach, das gewinne ich dann, oder was? Ja, Maeve hat ja richtig lange überlebt. Herzlichen Glückwunsch, Maeve. Ja, richtig lange hat er überlebt. Maeve, du kannst dir gerne von dem LA den Dia holen. So. Okay, dann gehen wir mal zurück. Schönes Spiel. KTE! Das habe ich mir sogar komplett selber ausgedacht. Das ist ein Certified KTE-Moment. Ich glaube, wir haben schon verloren jetzt insgesamt. Egal. Ah, nee, wir können auch ausgleichen. Wir können auch nee, geht gar nicht. Es gibt doch, nee, nee. Ja, zwei Spiele habt ihr nur noch. Ja. Zwei, hä? Ja, GG, habt ihr gewonnen. Glückwunsch für den Sieg, Jungs. Aber wir spielen noch zu Ende. So. Außerdem ist das letzte... Für euch taucht halt eh noch euer Joker auf. Passt, denn als ob wird für euch noch in eurem Team. Stimmt. Das Team mit Chat, habe ich richtig gehört, verstanden? Wir haben gewonnen. Gehört, ab jetzt doppelte Punktzahl? Ja, genau. Also, ich will nur, wir haben noch zwei Spiele und das letzte Spiel hat wieder auch einen Solo-Sieg.
Sieger noch drin. Ich finde, du hättest so Punkteverteilung wie bei Schlag den Raab machen müssen, damit wir noch so aufholen könnten. Das stimmt, aber wie viele Lampen hätte ich dann da platzieren müssen? Ich finde, Johnny, du solltest hinnehmen, dass du verloren hast, Johnny. 64 Lampen. Ich will ehrlich sein, dieses System funktioniert auch nur, wenn nicht eine Gruppe alle Punkte macht. Also es gehen gar nicht alle Lampen an, to be honest. Oh. Achso. Das funktioniert gar nicht so gut. Die da hinten sind nur Attrappen. Die letzten beiden sind Pappe. Okay, gut. Das nächste Spiel macht ihr wieder alle zusammen. Ihr spielt als Team miteinander. Ihr müsst, das nächste Spiel ist nämlich Schiffe versenken. Alter, wie cool. Und oh mein Gott, war das anstrengend zu bauen. Wir kommen mal hier rüber. Ihr müsst euch entscheiden. Einmal haben wir Team Mario und Team Zelda. Ich meine, wir sind 3D World. Das stimmt, das haben sie gekriegt. Also nehmen wir Zelda. Hey! Also Mave und ich nehmen Zelda. Hey, mach das nochmal, Kate. Hey, was? Legend of Zelda 3D World. Hey! Die Logik geht ja gar nicht auf. Auch das habe ich von Gerg nachgebaut. Aber Mario kann ich auch gut. Das hier ist Team Zelda. Und das andere ist Team Mario. Ich erkläre euch einmal ganz kurz. Guckt euch Mario an. Ja, süß, ne? Okay. Das so. Okay, Junge. Ich erkläre euch einmal, wie das geht hier anhand von Team Zelda. Team Mario ist auch gerade. Der sieht ein bisschen so aus wie der von Super Mario RPG. Oder Team Mario. Boah, ist das cool. Okay, dann kommen wir auf Team Mario rüber. Von dieser Animation von Mario RPG. Kommt mal rüber. Einmal auf Team Marios Seite bitte, dann erkläre ich einmal, wie es geht. Ihr habt hier eine Kiste. Ihr habt 5 Notenblöcke. Die platziert ihr als Team hier irgendwo, das andere Team darf nicht wissen wo, hier auf diesen Goldblöcken. Sag mal immer so, bla bla bla. So, zack. Genau. Dann, genau, so, dass wir ein Geräusch machen, die dann. Was die anderen machen. Sehr gut, Kiki. So. Einmal wichtig, dass ihr zuhört. So, ich gehe mal ganz kurz auf die andere Seite und zeige euch genau, was das funktioniert, weil dann sind mich diese Zäune wichtig. Ne? Wenn das Signal kommt, heißt das, ihr habt getroffen. Das heißt, hier, Wie geil ist das löst denn? Ihr das hinten aus. Ihr wollt nicht wissen, was da alles an Redstone hinterklebt. Das ist ja so anstrengend gewesen. Ich check's nicht. Also, das sind ihre Schiffe, die Notenblöcke sind die Schiffe. Ja. So. Und hier könnt ihr raten, auf welcher Seite, auf der anderen Seite die Notenblöcke platziert sind. Zum Beispiel jetzt hier. Ihr hört kein Signal, das heißt, da ist nichts. Die blinzeln ja sogar. Okay. So, wenn ihr habt nochmal Teppiche zum Markieren, wenn ihr merkt, okay, da war jetzt nichts, dann könnt ihr das hier transferieren, so, dann ist da nichts. Wenn da was gewesen wäre, habt ihr die Orangenen. Auf der anderen Seite könnt ihr genauso markieren. Aber hätte man nicht einfach auch die Türen offen lassen können? Dann weiß man ja auch, was man gemacht hat. Ja, klar, aber ich finde es ein bisschen schöner so. Okay. Und auf der anderen Seite... Dann wüssten wir ja nicht, was wir getroffen haben und was daneben ging, Mave. Genau, stimmt. Stimmt, ja. Auf der anderen Seite könnt ihr markieren, ob ihr getroffen wurdet oder ob es daneben gegangen ist, damit ihr für euch selbst es auch nochmal markiert. Das heißt, ihr macht dann hier halt einen schwarzen drauf oder halt einen roten dann drauf. Eine Frage habe ich. Wenn ich hier unten rechts öffne, welches Feld treffe ich auf diesen Seite? Das ist ja eigentlich egal. Das ist ja an sich egal. Ja. Das sollte eigentlich richtig funktionieren. Das ist ja hier nicht. Ich verstehe nicht ganz, welches Signal. Aber ich hab mich das auch getroffen. Okay. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Ja, können wir einmal einen Treffer simulieren? Einen Treffer? Warte, ich mach mal hier. Irgendwer hat noch einen Notenblock aufgesammelt. So, ich mach mal einen Treffer hier. Okay, untere Reihe. Ah, okay. Ah, okay. Okay, das ist sogar richtig gespiegelt. Ah, okay. Okay. Das heißt, es macht Ping und dann habt ihr es getroffen. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, ob es richtig ist, unten, aber... Johnny, unten. Ist im Endeffekt auch egal. Nee, ich hab da einen einzigen hingesetzt. Ach so. Achso, ich hab dir gerade weggemacht. Es ist gespiegelt, aber es ist richtig rum. Boah, crazy, okay. Es ist gespiegelt, aber irgendwie doch nicht richtig gespiegelt. Nein, es ist gespiegelt, aber es ist... Aber doch andersrum. du hast dann bitte ich euch einmal auf die andere Seite. Ja. Und, jetzt ist die Frage, ob ihr euch Ruppen machen wollt oder nicht. Oder ob ihr euch einfach irgendwie nonverbal unterhalten wollt. Ihr könnt jetzt platzieren. Nee, erstmal platziert ihr bitte eure 5 Blöcke. Ja. Platziert bitte eure 5 Blöcke. Ich hab mir 2 Blöcke rausgenommen. Ich nehme auch 2 raus. Du nimmst mir 5, okay. Achso, Zelda-Banner? Hallo? War ja nur ein Witz. Wir sprechen uns eh ab. Okay. Ja. Okay. So, auch dieses habe ich hier nachgebaut nach Gerg. Okay, platziere erstmal und dann besprechen wir, ob wir was ändern einfach. Du machst es wir dürfen platzieren und dann nochmal ändern, ne? Ja, ne?
Wer macht eigentlich Wasserdienst? Oder Eisdienst? Wasserdienst. Boah. Das Geilste war auch... Ich würde es gerne platzieren. Ich finde das geil. Wollen wir noch was ändern? Dann nimm die Teppiche raus. Ich war schon hier bei dem auf unserem Feld. Schlachtschiff. Vielleicht... Ich weiß nicht. Mächtige Alter, das ist halt echt schnell vorbei, weil es gibt jetzt nicht so viele Felder, ne? Als ihr es gebaut habt, ne? Das ist richtig auf Schlag basiert. Ich glaube, es ist okay. Ich mag's so. Würdet ihr sagen, wir sollten noch hier eins hin machen? Eher? Okay, wollen wir Farben aufteilen? Oder ist das... Aha, nee, einer von uns macht immer diese Teppiche und der andere... Okay, wir lassen es so. Die anderen oder so? Mae, wärst du so lieb, machst gleich wieder Tag, wenn gleich Nacht ist? Na klar. Ihr beide könnt abwechselnd, würde ich sagen, einfach drücken und ich platziere dann. Bist du so auch zufrieden, Johnny? Ja, ne? Genau, die Redstone-Schalte befindet sich in der Spiegeldimension. Wo sie bei uns nicht getroffen haben. Und du markierst ja immer, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist gerade, wo ich da den Schwarzteppich überhaupt da hinlege, hast du einen ich Punkt. Ich habe kein Feedback dafür. Das stimmt. Ja, das sehen wir nicht. Das ist, glaube ich, einfach nicht so wichtig. Wir haben nur die Roten. Ja, ich habe nicht darüber nachgedacht. Da hast du einen Punkt. Splüsch! Das wäre so geil. Splüsch. Kabusch! Kabusch! Kaboom! Ach, das hatte ich früher als Soundplatz. Okay. Habt ihr platziert? Ja. Da Pink drunter unterliegend ist, dürft ihr entscheiden, ob ihr. Ihr könnt ja noch stimmen, wenn ihr möchtet. Ob ihr anfangen wollt oder ob die anderen anfangen. Aber das ist die Ode des Feuers. Was ist besser? Fängt man selber an oder? Wir fangen an. Dann macht eine ein Tor auf. Aber wie gesagt, nur öffnen, nicht wieder schließen, weil sonst doppelt das Signal. Ich fange an. Genau. Okay. Und dann offen lassen. Ah! Ja. Direkt. Nice. Starkes Stück. Wenn getroffen wurde, könnt ihr ein weiteres. Wir brauchen jemanden am Backboard. Ach, dann können wir nochmal. Wir dürfen nochmal. Oh mein Gott. Okay. Wenn jemand darf, nochmal. Ja! Okay, ich darf nochmal, ja? Ja, Mabe, du weißt, was sie gemacht haben. Du durchschaust sie. Du hast keinen Stream offen. Nope. Shit. Das ist stimmt, der hat meinen Stream geschaut. Nein, ich hab den nicht offen. Okay, ihr seid dran? Hockey oder so? Du und Dash Gemave habt schon mal so geschummelt. Team Zelda. Ihr beide dürft immer drücken, ich platziere die. Ich trau das Mave zu. Okay, dann Kay oder Moggy. Kannst du ruhig machen. Okay. Feuer frei. Nein. Fuck! Leider nein. Okay, ich komme mal zu euch rüber. Splish! Ihr müsst öffnen. Mal hier, die Dinger hier. Ich glaube, da ist was bei dir. Ich muss öffnen. Mave, du bist in meiner Zuschauerliste, ne? Ja, ich hab die nicht auf dem Bildschirm offen. Junge. Echt. Caught in 4K. Ich hab Gronkh offen noch nebenbei. Dankeschön. Ja, 15 Monate. Ja, der hat leider keine Zeit gehabt für heute. Sonst hättest du Soll ich? Ja, mach mal. Ja, ich guck erstmal, ob die dieses System so genutzt haben. Oh mein Gott, sie haben wirklich... Oh mein Gott, sie haben wirklich das System gemacht. Welches System? Okay. Was wurde denn? Welche getroffen? Ich darf nochmal, ne? Ich weiß nicht, welcher getroffen wurde. Ja. Du musst nur noch zwei treffen. Oben der, oder? Easy win. Johnny, oben der zweite, ne? Ja, ich weiß genau, wen du meinst. Nein! Das System, ey! Also, wir. Habt ihr das System durchschaut schon? Wir scheinen wohl ein System zu haben. Ich glaube, wir haben das System nicht durchschaut. Nein! Easy. Und jetzt? Pass auf, Mave, jetzt komme ich. Ja. Ich bin so nervös. Oh! Ey, das ist. Ey, ihr seid schneller als ich gedacht habe. Ja. Okay. Einen müsst ihr noch treffen. Haben wir getroffen? Oh, die haben getroffen. Ihr wart aber gar nicht dran, Leute. Okay. Egal, ich hab jetzt gemacht. Aber jetzt hat er wie fern wir waren nicht dran. Sie haben doch verkackt einmal. Nee. Ach, hatten Sie, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich hab. Ja! Nee, da drüben. Okay. Danach verkackt einmal? Was passiert jetzt? So. Hockey, Hockey, mach du. Wir haben jetzt schon zwei. Ich weiß noch nicht, welche sie haben. Ich kann euch das gleich sagen. Ah, okay. Schade. Warte, ich gehe mal ganz kurz rüber auf die andere Seite. Sorry, das war. Nee, das war. Achso. Die hier. Wow, der hier nicht, er hier. Ich wollte da Teppich hinmachen. Mave, tu mal so, als würdest du was öffnen und dann so. Johnny, hier, der hier, da unten ist getroffen worden. Mit den ganzen, genau. Was ist, wenn man die Tür, die wir schon geöffnet haben, nochmal öffnet und wieder den Sound kriegt? Also
dann ist halt nochmal der Count. Also, er hat es ja getroffen oder nicht. Okay, okay, ich wollte nur Angst machen. Also, weißt du? Team Mario ist jetzt noch dran. Ne? Kuriosa Kori, dankeschön. Angst machen, euch fehlt nur eins. Ja, ich mache euch Angst, pass auf. Was machst du denn, Johnny? Du hast Nieteplatz. Ja, okay, lau. Okay. Lol. Okay, Johnny, bitte mach jetzt vernünftig. Es ist schon vorbei. Nee, ist schon vorbei. Der nächste Missklick wäre jetzt es falsch. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Wir haben verloren. Es hat geklappt. Ach, sie haben doch noch gar nicht. Die haben gedacht, was habt ihr denn gemacht? Nein, das war nicht. Hier musst du auch noch hin, Johnny. Es ist nicht getroffen. Warte kurz. Und Lesi wollte mir erzählen, mein Joke war nicht gut. Johnny, du musst hier auch noch einen Braun hinlegen. Hä? Was passiert da jetzt? Was haben die denn jetzt gemacht? Der hier, den haben sie noch nicht. Hier. Nee, das ist doch ganz, das war aber ganz anderer. Genau. Aber den haben sie auf jeden Fall noch nicht. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, Johnny hat ein Geräusch gemacht. Das war ich hab euch, ja, ihr habt also einfach nochmal denselben bei euch getroffen. Ja. Johnny, meinst du? Er hat just for fun einen gemacht, den er schon hatte. Ich habe einen gemacht, den wir schon hatten. Ach so. Aber ja, den hier ist noch nicht getroffen. Den also haben dann, sie dann haben die den hier. Das heißt, sie haben die hier, okay. Okay, ihr seid dran, Team Zelda. Johnny, meinst du hier? Hier? Ja. Team Zelda ist noch dran, nicht mit Mario? Morgi? Ja, wer bin ich? Du machst es. Feuer frei. Versenkt. Ja! Splish! Geil! Okay, Mel, mach du. Okay, ich mach den. Shit. Schade. Ja, okay. 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 Gergi, mach. Hol das Ding nach Hause. Nope. Oh, ja! Warte. Let's go! Ich muss euch wieder... Was hältst du von dem hier? Wie unwahrscheinlich. Ja, könnte sein. So, weißt du, so vom, von der Aufteilung her. Dann bin ich das ganze Meer weggesprengt. Nope. Oh, verdammt. Ich hab den anderen gedacht. Okay. Den anderen meinst. Okay, aber ich dachte, du meinst den, wo du drauf standst. Ich stand doch auf dem. Ach, nee, was? Ich hab mir so aus, wie du hier standst. Naja. Achso. Okay, warte, okay, dann mach ich schon mal rüber. Aber den haben ja, dann mach ich den jetzt, wo ich dachte, ne? Okay. Ja! Und damit ist es entschieden. Team Mario bzw. Team 3D World hat damit den Punkt. Oh, ihr habt was Schönes gebaut. Ja. Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Oh mein Gott, ihr habt wirklich genau die nicht getroffen. Das ist oh echt krass. Oh mein Gott. Warte, wie hätten wir... Wow. Aber ihr habt das sehr gut gemacht. Beide Teams. Oh, Johnny, die haben zwei von deinen drei getroffen. Ja, ja, ihr hättet nur noch hier und hier gebraucht. Ihr habt es genau umringt. Sehr, sehr schön. Wow. Aber habt ihr sehr gut gemacht. Wir gehen einmal... Quasi ein letztes Mal hier rüber. Aber das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war super. Ja, wir hat die Klappe, Mel. Kein Muster bilden sollen. Das war ein Fehler. Ja, ja. Ey, ihr ahnt nicht, wie anstrengend das ja, war ich zu bauen. Ja, ich wollte ein schönes Schiff haben. Ich hab kurz überlegt, ob wir eins davon wegmachen und die Ecke machen sollen, aber ich dachte, Ecken... Tesi, ganz, ganz viel Respekt dafür. Für den Dankeschön. Aufwand. Dankeschön, das war echt... da waren wir sogar im Call, Johnny, und Toki auch. Als wir da beim Rotten Mushroom Server im Call waren, da habe ich das abgebaut und da kam was ein Creeper noch rein Call und so. Oder was, Toki? Ah, ich erinnere mich. Team Pink hatte jetzt, ne? Die Netherite... Türkis. Melfi, wie gefällt dir unser Tisch? Ein Stern. Boah. Sehr gut. So, okay. Tisch? Ja, letztes Spiel. Es könnte jetzt sein, dass... Nevermind, es kann nichts passieren. Never ich wollte gerade sagen, ihr könntet jetzt noch ausgleichen, aber ich denke, der Sieg ist an der Stelle schon mal sicher. Das könnte doch einfach doppelt zählen. Nein. Dann haben wir Ausgleich. Beim letzten Spiel zählt, gibt es wieder einen Solo-Sieg. Aber ich kann ja jetzt eigentlich schon mal Team Türkis, Team TKTE, okay, Chess, ich mache eine große Gamba. Gratulieren. Dann gehen wir nämlich für einmal vier Leute. Wer gewinnt? An eurem Preis auch vorbei. Euer Preis ist nämlich die ganze Zeit schon da gewesen. Wait, ja, können Sie mal mit? Maeve? Wir gehen am... Ich krieg einen Maeve? So. Krieg ich einen Maeve-Kopf? Kann ich Maeve gar euer nicht. Preis ich hab verloren. Ist du hast nämlich doch genug Maeve-Köpfe jetzt inzwischen, oder? Eine große Gamba, Chat. Dieser Strand. Pass auf, der Preis. Oh mein Gott, ist der hübsch. Checkt ihr, was... Ich weiß nicht, checkt ihr, warum der das besonders ist? Wegen Rayman 2. Ja, das ist nicht so kompliziert herauszufinden. Ist mir vorhin schon die ganze Zeit aufgefallen. Ja. Das ist ein sehr extravagantes Baumaterial. Ja, ne? Ich sehe schon, dass, check ich nicht. Genau. Ja, gefarmt. Das ist Ancient Debris. Ich habe das alles alles in Dingens, ne? Alles in Survival. Ja, ich habe das vergessen, Johnny, dass man das ja selber holen muss. Johnny, weißt du, welche Palmen wir kriegen? Was ist jetzt das Geschenk? Ja. Das ist genau. Das Material ist alles Ancient Debris, ist alles Netherite-Kram hier. Ist das wichtig? Oh, ja. Aus Ancient Debris. Damit kannst du halt gute Sachen Netherite bauen. Netherite ist krasser als Diamant. Also, ich sag mal so: Dafür, dass Hockey sich nicht angemeldet hat, heute so spontan dazu gekommen ist, hat er reiche Beute gemacht. Ja, das ist echt so. Aber es gibt beim letzten Spiel ja auch noch was zu gewinnen. Du kannst doch, ja.
So, genau, generell der. Ich bin auch sehr stolz auf das Lagerfeuer hier. Das ist oh, so ein das bisschen geglitscht. Schön mit dem Sonnenuntergang. Ja, was ne? Das, kann, das, ist das so sind. Nee, das sind brennende. Oh. Wer holt die Gitarre Amos raus? Amos Dance, das drunter ist Lava und Wasser. Das heißt, sie brennen, aber das wird schnell genug wieder gelöscht, dass es halt was sich nicht verbrennt. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R. Das ist ja krass. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer. Feuerlied. Das ist echt schön hier mit dem. Aber wie gesagt, also es spawnen hier nachts halt auch Creeper, genau an dieser Stelle vor allem. Also Keggy! Bam, bam. Okay. Nicht schlecht. Oh, der heißt Schildkumpel. Okay. Wo wollt ihr mal? Ja, Schildkumpel, das ist, der ist aus irgendeinem Grund da hängen geblieben und der bleibt da auch einfach. Bro, was fliegt hier? Sieht ja auch aus. Oh, warte, meine. Ja, ich hab den Block noch nie gesehen. Ich hab noch nie Ancient Debris gesehen. Und das sind so Lichtlampen. Ich dachte, Netherite macht man aus Netherite und nicht aus Ancient Debris. Aber die tanzen so. Im Gegensatz zu anderen Lampen sind das hier Lichtlampen. Ja, ich wollte Lichtballons sagen. Welcher davon gehört Deschke? Das sind alles meine. Die habe ich mir selber geholt aus dem Main. Ich glaube, Deschke würde was anderes sagen. Okay, letztes Spiel. Wir wollen festhalten, Tizi hat das ohne Creative gebaut hier, ne? Ja, ich habe das alles in Survival gebaut. Das war anstrengend. Tizis Masterpiece auf dem Boomer. Das darf man nicht vergessen, das ist wirklich krass. Maeve, du wirst dich freuen. Wie viele Stunden hast du dafür gebraucht? Oh mein Gott, ich bin Johnny in Willkommen bei Tizi Kart. Alter, Schweinerennen. Ich habe jetzt halt eine Brücke gebaut. Oh mein Gott, so. Es ist zwar ein Bootrennen, aber Johnny ist doch ein Mario Kart Profi. Ah. So, genau, das hier habe ich nachgebaut nach Bibi Blocks. Der hat das Tutorial dafür gemacht. Genau, ihr dürft euch einmal Pfeil und Bogen nehmen. Ich habe, wie gesagt, mit vier Leuten nur gerechnet. Ich will nicht mehr. Oh, perfekt. Alles gut. Mach ruhig, ist ja egal. Im Endeffekt irgendwer ist hatte doch Pfeil und Bogen dabei. Nee, genau. Der ist so. Ich hab die Abstärke 5. Es ist jetzt. Nee, das ist egal. Es ist egal. Es geht nur für den Start des Spiels. Das ist nicht so wichtig. Also, einmal kommen wir bitte her. Ihr müsst ganz gut zuhören, weil jetzt ein bisschen die Regeln bis. Oh, hier sind noch eine Menge Pfeile. Genau, hier ist noch Kram. Genau, es ist auch nicht so wild. So. Gut zuhören. Genas? Am besten mutet ihr euch auch ganz kurz, weil es wirklich jetzt sehr relevant ist, dass ihr alles mitbekommt. Ihr sucht euch gleich ein Boot aus. Ihr dürft euch hier einfach ein Boot nehmen. Und ihr startet dann hier, hinter diesem hervorstehenden Block. Da drin macht ihr dann auf dieses Target mit einem Pfeil. Schießt ihr da drauf, könnt ihr einmal als Beispiel machen. So, genau. Dann geht es los. Zack. In dem Moment, wo das aktiviert ist, läuft hier in diesen Dingern der Timer. Jetzt, weil Keggy zeitgleich auf den Ding stand, ist das deaktiviert. Aber hier sind halt Goldnuggets drin und die laufen automatisch in das andere Barrel rüber. Und es wird dann dadurch, dass er hier dann am Ende dann durch über die Platten fahrt, wird es dann gestoppt. Und je nachdem, wie viele Goldnuggets an dem anderen drin sind, das zeigt dann eure Schnelligkeit an. Und wer am meisten Goldnuggets übrig hat, hat gewonnen. Oder beziehungsweise wer am wenigsten Goldnuggets hat. Wer am wenigsten, genau. Moment, ach, das ist dasselbe. Ist das ein Zeitrennen? Ich fahre einfach, Chat. Zeitrennen, genau. Spielt jeder einmal für sich. Oh. Wie viel Debris hast du eigentlich gefahren? Alter, wie cool. Sehr viel. Wie gut ist denn dieser Farbübergang von den Booten? So, ja, schön, ne? Okay, ja. Genau. Ich erkläre noch mal kurz zu Ende. Ihr sucht euer Boot aus, aber es kann passieren, es gibt Stellen, wo euer Boot kaputt geht. Wenn ihr schnell gesucht seid, das Boot wieder einsammelt, dann nehmt ihr das weiter. Wenn das kaputt geht, komplett. Ihr könnt doch gleich einmal die Strecke einmal zu Fuß lang fahren, also lang gehen. Schweinerennen-Flashbacks. Wer kaputt ist, der hat Pech. Nee, also es ist halt relevant. Ich werde mein Schwein verlieren. Kommt mal kurz mit, dann seht ihr die Strecke auch einmal. Hier ist nämlich ganz wichtig, dass ihr hier ganz gerade hier reinfahrt. Also gerne diesen Sand auch nutzen. Ihr müsst gerade hier rein mit dem Boot. Dann geht nämlich dieses Schleimding hier hoch und ihr kommt über den Lava-Pool rüber. Okay. Genau, hier ist eine Stelle, wenn ihr irgendwie fallt oder so, dann geht das ja kaputt. Ich habe hier aber eine kleine Box und da sind Bambus-Boote drin. Das heißt, wenn ihr verkackt und euer Boot kaputt geht, sehen wir am Ende, ob ihr ein Bambusboot habt und könnt euch auslassen. Das heißt, hier könnt ihr euch Bambus. Lasst das gerne drin, das Boot. Also, ich kann uns dann ein Boot nehmen, falls wir kaputt gehen. Falls es kaputt geht, braucht ihr das nur Bambusboot, genau. Bambusboot ist nur das Loserboot, genau. Aber darf ich es nicht direkt dabei haben, damit ich es sofort einsetzen kann? Nee, das musst du dir dann holen. Aha. Okay, ihr könnt gerne
noch mal hier mit hoch. Hierher, Jungs. Ach so. Genau, vorsichtig, nicht in die Lava fallen. Ne? Genau, hier dann an den Schafen vorbei. Das ist dann so das der Kirschwaldbereich. Schafe können halt im Weg stehen. Ich finde es halt gut, wenn ich euch einmal kurz erkläre, was abläuft. Damit ihr nicht komplett struggelt. Das ist schon nicht ganz so einfach. Genau, hier kann es halt passieren, dass ihr hier vom Gelände runterfallt. Genau, einfach dann aussteigen, Boot kaputt machen und wieder reinsteigen. Genauso wie an den Kakteen. An den Kakteen kann es auch passieren, dass euer Boot nochmal kaputt geht. Und wenn das Boot da reinschlittert, kann es halt komplett kaputt sein. Das heißt, ihr müsst dann euer Bambusboot holen. Und dann da wieder starten, okay, wo es kaputt gegangen ist. Okay. Durchs Aquarium einmal durch. Junge, wie aufwendig. Was ein Finale. Wie hübsch das auch alles ist. Dankeschön, dankeschön. Ich habe echt sehr lange allein in dieser Passage gesessen. Genau, hier an den Lampen durch, in den Tunnel. Oh, Stolperfallen. Ja, das ist nicht schlimm. Die machen nur Lampen an. Genau. Vor allem hier sind sehr viele Kakteen. Und auch hier habe ich wieder eine geheime Raftbox, dass ihr hier nochmal Bambusboote euch holen könntet, wenn die kaputt gehen soll. Die geheime Box. Genau, ist halt wichtig, dass ihr wisst, wo die ist. Genau, dann einfach hier rüber und dann seid ihr im Ziel. Da ist dann halt wichtig, dass ihr über die Platten fahrt. Die Person, die am schnellsten ist, gewinnt diesen kompletten Haufen hier. Das ist einmal, ein Ring aus, also das ist nicht komplett gefüllt mit, das ist das Sieger-Ding. Genau, es ist Ancient Debris. Der Block ist das einzig Relevante. Oh mein Gott, der fehlt mir noch in meiner Sache. Das ist ein Netherite-Block. Läuft das Wasser im Mund zusammen. Den wollte ich eigentlich ursprünglich bei mir, ja, mit dem, ich wollte mir so einen noch generell machen, aber dann, aber dann, das ist ein Kuchen, ne? Nervig. Genau, also der Sieger, der am schnellsten fährt, hat hier diesen kompletten Haufen gewonnen. Also an Dia-Blöcke, Ancient Debris und ein Netherite-Block. Okay, Moggy möchte, glaube ich, anfangen. Das ist richtig Bock. Aber bitte starte am besten hier hinten, hier hinter dem, damit du genau dann anfangen kannst. Also hier einfach platzieren. Okay, es ist egal, welche. Wenn ich die Druckplatten berühre? Es ist egal, also welche Richtung du fährst, ja. Nee, du musst schon in die richtige Richtung fahren, sonst kannst du ja nicht. Wir dürfen keine Ausrüstung benutzen, um die Boote abzubauen, ne? Die Druckplatten stoppen den Timer. Bitte per Hand. Nee, genau. Die Druckplatten stoppen die Zählung. Das heißt, es wäre schlecht, wenn du rückwärts fährst. Das macht den Start ein bisschen schwierig. Einfach, also das Boot. Dein Boot einfach dahin. Das Boot hier platzieren, einfach, also hier hin platzieren. Und dann dieser Eisblock geht ja runter. Wenn du startest. Moggy, ich helf dir. Sollen wir jetzt irgendwie 5 Boote hinter dem Eisblock platzieren? Nein, es fährt nur einer. So, nein, wir fahren einzeln, sorry. Das ist ein Zeitrennen. Einzeln? Ich dachte, wir fahren zusammen alle. Nein, einzeln. Du darfst uns leider nicht mit Bögen abschießen. Nee, genau. Aber wir dich. Stimmt. Mein Chat sagt gerade, kann ich irgendwie Spectator kriegen dafür? Meinst du, es geht irgendwie? Wenn du Spectator... Okay, damit ich euch zugucken kann beim Fahren. Du könntest dich ins Boot setzen und F5 drücken. Oh, stimmt. Hockey. Nee. Wir können die zwei sexy Ladies links und rechts sein, die. Ah, danke. Bei so einem Straßenrennen mit dem Tuch wählen. Wie mache ich das jetzt? Wie folge ich jetzt Moggis Blick? Oder ich fliege einfach nach. Fliege einfach nach, das passt ja. Du kannst auf jeden Fall mit dem Mausrad die Geschwindigkeit einstellen, wie du fliegst. Wie, oh Gott. Ich hab zu oft Shift gedrückt. Hier sind schöne Höhlensysteme. Ich fahre. Okay, ich bin wieder da. Ich kann auch Creative machen, falls es dir zukommt. Nee, passt. Oder doch, ja, mach mir mal Creative lieber. Das macht mich hier gerade irgendwie nervös. Und Creative wirst du wahrscheinlich zu langsam sein. Meinst du? Obwohl, ich krieg das schon hin. Okay, dann bitte einmal alle runter von der Bahn, außer Moggy. Moggy, du startest, indem du auf den Ich stell dich auch nicht in der Gegend hier von dem Block auf. Geht da rechts, da wo Moggy ist, aufs Geländer. Ich kann es einfach alle Spectator machen. Johnny, ja, mach uns alle Spectator. Ich kannte die Effekte nicht. Du hast jetzt die Nachricht da unten gelesen und mich verantwortlich dafür gemacht. Nein, ich meinte so, Johnny muss jetzt erstmal herrennen. Ach so. Ich hab dich nicht verantwortlich gemacht dafür. Sorry. Okay. Jetzt kann ich richtig zuschauen. Ich bin jetzt auch Zuschauermodus. Wir können auch gerne alle Spectator, dann zocken wir zu. Ich mach uns alle Spectator, dann können wir Moggy auch nicht nerven. Okay. Ich hab mein Boot und so nicht mehr Ich hab alles von dir, Wie kann ich denn runter? So, okay, warte. Ah, ich checke. Okay, Moggy, dann kannst du anfangen. Okay, ich zieh drauf und dann geht's los. Alles klar. Dann machen wir Ping, Ding, Boop.
Ui! Okay. Wie schnell er ist! Boah, der Drift! Boah, der, der Drift war stark. Oh, first try! Wie er das geschafft hat, ohne zu... Ja, wie gut er da durchfährt! Hä? Schwein. Ach du Scheiße! Das Schwein! Das hä, wie gut er da durchgeflogen ist! Junge, wieso ist das so krass? Was? Hä? Wow. Sogar schön die innere Kurve genommen. Er macht direkt Streckenrekord. Okay, Morgi rasiert. Er hat ja richtig Bock auf den Blockkampf. Oh no, no. Er will wirklich den Block haben. Alter, aber das Boot hat nicht gelitten. Nee, er hat's. Er ist. Es war fast Developer-Zeit. Durch. Flawless. Okay. Crazy. So weit. Crazy. Ja, wow. Also, Scheiße, ohne. Also, hast du das schon mal gemacht? Okay. Morgi auf dem Eis, ich finde das ultra schwer. Morgi? Ja, ich war relativ viel auf dem Eis. Oder kann ich jetzt immer kurz wieder. Eisbahn gebaut und so. Kann ich wieder normal werden? Ja, stimmt. Also, damit ich das hier immer resetten kann? Ja, nicht da reingucken, John, Morgi. Warum nicht? Kannst du schon, also ich sag dir eh gleich. Ich muss einmal wieder menschlich werden. Ah, perfekt, danke. Okay. Ich bin noch nie mit einem Boot auf Eis gefahren. Ich habe keine Ahnung, was gleich abgeht. 97! So. Kannst du nicht hier drüben gucken, wie viele hier jetzt sind? Morgi. 97 waren das jetzt? Ja. Ja. 97. Okay. Moggi hatte ich jetzt Ich glaube, ich war noch nie mit einem Boot auf Eis. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wer will das nächste? Ich meine, ihr seid ja eh ein Team. Wer will das nächste? Nein! Ich mache also als nächster. Ich habe das vorher schon geplant, welche mich. Farben ihr kriegt. Ich habe extra mein Schulkamm die ganzen zwei. Oh nein, sorry, du kannst das gerne noch machen. Warte, nee, bevor okay, ich. Ist okay. Ich brauche jetzt Spectator wieder. Warte. Hast du einen Pfeil und Bogen, Kiki? Warte, ja. Wollen wir nicht so machen, dass Maeve jetzt. Achso, warte. Ist, also damit die Teams abwechselnd dran sind? Warte, ich muss kurz einmal refreshen hier. Wir sind doch eben mehr als ihr. Ist ja egal. Ich sitze schon. Ich brauche noch. Deswegen. Nee, stopp. Das wäre genau aufgegangen. Die Teamwertung Achtung, ist auch Achtung. Ich brauche nochmal Menschenkräfte, weil ich nicht resettet habe den Timer. Menschenkräfte? Danke. Ja, ich finde sowieso, da war was dran, damit das jetzt das andere Team erstmal für eine Runde dran sein soll und dann wir wieder. Okay. Damit es spannend ist. Okay, können wir machen. Maeve, komm mal runter, du kannst es selber machen. Jetzt gehen wir Spectator. Ja, der Peggy ist los. Okay, ist so ein Stück. Okay. Peggy hat aber noch nicht geschafft. Ich wollte sagen, der hat den Timer noch nicht gestartet. Der hat ich habe nichts gemacht. Er ist noch nicht um die Kurve gefahren, also alles gut. Okay. Der übt. Ich musste kurz testen. Da sind nur 6. Das ist nicht schlimm, das ist an einem Hopper schon drin. Das ist, das macht's nicht. Hopper. Das ist okay, Mate. So. Ich Hopper. Ja. Wir beide, wir sind die Eisbootfahrer vom Hopper. Server. Hopper. Bin gespannt. Oh mein Gott, ey. Wir waren viel unterwegs. Also Morgi hat schon echt gut vorgelegt. Komm mal rein in den Hopper. Du schlägst okay. Ihn mal. Alleine den Sprung zu schaffen ist schon ein Ziel. Ich kann loslegen, ja? Maeve, ich habe viel Zeit verloren bei dem einen Kaktus, da ich da nochmal im Kreis fahren genau. musste. Ja, also, ich bin sicher, du schlägst das. Ich habe vor der Lava richtig Angst. Aber gut, wir gucken mal. Ich kann loslegen, ja? Ja. Ich hoffe, er stirbt in der Lava. Oh, 3, 2, 1, let's go. Oh, ja, schon schlecht. Auf die Lava. Oh, das schafft er nicht. Oh mein Gott, war das gut. Oh, knapp. Auch flawless. Easy. Und Schwein im Weg. What the fuck? Dieses Schwein war da auch sonst noch schneller als Morgi, was? Maeve kriege ich nicht mehr. Nee, gleich kommt noch Kaktus. Maeve, man kann nicht schnell genug fliegen, um ihn zu holen. Doch, erst der AG. Oh, das ist echt gut. Ich hab hier eine dumme Kurve. Er schwächelt. Oh, er schwächelt. Ja, aber Morgi war hier auch langsam am Ende. Ich denke, das war flawless. Das war krass. Maeve, gibst du mir schnell Menschenkräfte? Ich würde mich wundern, wenn er überhaupt einen Stack gebraucht hat. Scheiße, ich werde ja sowas von meinem Boot verlieren einfach. Einen Stack und 16. Aber okay, war dann gar nicht so knapp. Wie viel sind das dann? Wie viel waren das? Das war relativ knapp. Ein Stack und 16 sind 80. Und wie viel hattest du, Morgi? 97. Boah, okay. Das ist knapp. Nee, ich war knapp. Schon ein gutes Stück langsam. Ich war auch, als ich oben war, war ich ein bisschen verwirrt, weil da auf einmal dieses Schwein unterwegs war. Ich dachte mir, was soll das? Habe ich abgebremst und dann bin ich am Ende auch nochmal im Kreis gefahren. Das im Kreisfahren hat viel Zeit gekostet. Das mit dem Schwein tut mir auch eigentlich Angst. Ich bin an sich gut gefahren, aber ich habe mich oft um den Kreis gedreht und bin dann schlecht rausgekommen wieder. Also es geht auf jeden Fall noch besser. Alter, das kann man kaum besser machen. Da hat man nichts gesehen. Ich bin ready, Maeve. Wer ist als nächstes? Peggy? Dann brauche ich nochmal Spectator wieder. Ja, warte, ich brauche selber noch Spectator. Ja, kein Stress, kein Stress. Mit links könnt ihr die POV von der Person an. Ah, okay. Ich kann nicht sehen. Also, wenn ihr man hat ja eine viel bessere Perspektive als Spectator. Ein bisschen unangenehm. Hätte ich gewusst, dass wir Spectator machen, dann hätte ich den Tunnel zu Ende gebaut. Dann habe ich oben einfach das Sandloch drin gelassen. Ich könnte mir die POV aber jetzt mal um so ein Gefühl dafür. Aber hast du gehört, Tizi, mit Linkstick kannst du die POV machen, falls du das überhaupt okay, dann machen wir das doch diesmal bei Keggy hier.
Kein Stress, Keggy. Du hast da zwei Leute, die deine POV anschauen. Nee, ich krieg das nicht hin mit der POV gerade. Naja, ich meine, kann ich? Hä? Gott. Kann ich? Also links klicken. Warte. Ja, Maeve schaut meinen Stream. Ah. Zweite POV. Aber ich kann gar nichts sehen. Hätte ich klar. Scheiß drauf. Ach so, egal. Mach einfach. Okay. Okay, Keggy startet. Ah, das wird nichts. Die Frage, ob Keggy... Oh nein! Oh nein, der Sand, das war nicht. Keggy ist auch nur ein Witz. Oh nein! Ich schwarze mir erstmal Boot! Du bist über die Lava. Dieser Sprung sieht immer so scuffed aus, es ist unglaublich. Ach du Scheiße, ich werde... Junge, wie man schlittert! Die POV ist ja schlimm. Oh, aber hier richtig gut hier. Ach du Scheiße. Strong. Oh, die Kakteen. Oh nein! Oh, der Crash. Ist das Boot kaputt? Okay, muss er ein neues Boot holen? Nee, es geht noch. Ah, es geht noch. Perfekt. Und er fährt direkt wieder gegen. Nee. Ich dachte auch kurz. Er platziert sich. So, Keggy fährt ein bisschen rückwärts. Ich dachte, man kann rückwärts fahren. Ich hoffe, euch wird jetzt langsam bewusst, dass wie Maeve das gemacht hat, das war sehr beeindruckend. Junge. Du auch. Also ich bin da beide. Ich bin durch. Ich sehe mich da eher bei Keggy. Ich war deutlich schlechter. Paralympics. Du warst super. Danke. Okay, Keggy hat ein Stack und 63. Das sind insgesamt dann... Fast zwei Stacks. 127. Fast zwei Stacks, verdammt. 100, was? Aber passt. 127. Also einer weniger als... Johnny, geh auf Bodenhöhe. Ah, bist du, ne? Jo. Das war zu tief. Aber sub zwei Stacks. Sub zwei Stacks. Sub zwei Stacks ist nicht schlecht. Entschuldigung. Okay. Timer ist resettet. Ich kann wieder in Dings gehen. Ja, Moment. Hockey, kannst du mir mein Stuff geben? Oh ja, kann ich. Ich hoffe, irgendeiner verbrennt in der Lava. Ich will jemanden sterben sehen. Jemand muss mir Game Mode 1. Ich hatte... Hier ist sogar noch ein Bogen, oder? Nee, hier ist keiner mehr. Johnny, wie geübt bist du mit Booten? Auf Eis? Absolut nicht. Also ich sehe mich da eher wie du. Ich versuche deine Zeit zu schlagen, Keggy. Das ist halt echt schwierig. Was hast du mir als Block echt gut machen würde? Mogi, ja? Du hast mir keinen Mogi gegeben, das ist das Licht der Mogi-Bar. Okay, von mir stelle ich ihn da rein. Ich meine, ihr habt jetzt auch wirklich sehr viel Ancient Debris gewonnen, ne? Also, ich finde, die erste Runde ist nur Testrunde. Ja, ich finde auch. Nee, an sich hat halt meiner Meinung nach hat Mogi einfach auch einen Nachteil gehabt mit dem Schwein, das nicht geplanterweise da war. Naja, aber die meiste Zeit, die habe ich beim Kaktus vorhin verloren. Das Schwein hatte. Willst du sagen, er hat so kein Schwein gehabt? Ja. Johnny, warst du nicht ready? Das Problem war halt wirklich bei mir, dass ich beim Kaktus einmal im Kreis gefahren bin. Das hat die ganze Zeit gekommen. Was macht Johnny da? Ich kann mich nicht ready machen. Hockey muss noch mir meinen Bogen zurückgeben. Moment, ich gehe. Ja, ich glaube, das geht nicht gleichzeitig. Wenn wir gleichzeitig fahren, dann werden wir wahrscheinlich alle hier hängen bleiben. Hier. Okay, Johnny. Boah, ich bin gespannt. Wie es wird bei dir. Mach kurz nochmal Tag. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie sich das anfühlt. Okay. Es ist schrecklich, Johnny. Kriegt Hockey noch, Herr Spectator? Das bei Keggy sah schlimm aus. Es ist auch schrecklich. Ist super schwer. Seid ihr in der Ego-Perspektive gefahren oder mit F5? Ich bin F5 gefahren. Niemand fährt mit F5. Oh, ich bin scheiße. Mit F5 gefahren. Okay. Bist du mit F5 gefahren? Ich bin F5 gefahren, ja. Okay. Oh. Ja, viele segeln nämlich mit F5, deswegen. My Flashware startet. Let's go. Peinlich. Okay. Bin gespannt, ob du den Sprung hinkriegst. Ah, der kann das viel besser. Läuft besser als bei Keggy. Oh! Ja! Nein, ja! Was ist der Lava? Nichts kann er besser als Keggy. So! Halt den Boot noch. Die ist neben dem Lava. Nee, Johnny, geh weiter zurück. Das bringt ja nichts. Das ist zu. Du musst Anlauf holen, Johnny. Du musst viel weiter. Genau, viel mehr Anlauf. Okay, aber wieso hast du. Oh nein! Ja, das war mein Versuch, würde ich sagen. Mach ruhig noch. Du machst ihn noch. Hä, aber was habe ich denn anders gemacht? Ich habe ihn hergeholt. Ja, ein Foul geht. Was habe ich denn anders gemacht? Du musst einfach den Schleimblock reparieren da unten. Nein, das Boot ist hochgesprungen. Moment, ich mache den Schleimblock. Ich mache das schon nicht gegen Creative. Aber was ist... Oh Gott, ich kann da nicht raus. Was ist jetzt passiert? Wieso, was? Also ich wusste, man soll gerade ausfahren, aber was passiert? Die Türen haben mich gar nicht hochgebaut. Ja, du musst einen Anlauf haben. Du musst jetzt... Ich starte hier am besten ein Boot nochmal direkt am Sand. Und halt drauf zu. Ja, guck. Du bremst ab? Ja, du musst schneller sein. Einfach durchhalten. Du musst wirklich durchziehen. Einfach durchziehen. Ich hab nicht mal gelenkt, ich hab nur W gedrückt. Ja, dann Anlauf. Drück fester W. Anlauf, geht doch nicht.
Ja, geht doch. Ich habe das mehrmals getestet an der Steckecke. Das haben drei Leute vor dir geschafft, Johnny. Ich weiß, aber ihr sagt, es liegt an der Geschwindigkeit oder was? Ja, du musst halt um die Ecke reincruisen. Anlauf, du nimmst schon wieder nicht mehr Anlauf. Was? Wie soll man noch mehr Anlauf nehmen? Ja, um die Ecke. Schleim kaputt. Johnny, um die Ecke. Ich gebe euch ja recht. Moggy, wärst du so nett und uns nochmal die Schleimblöcke reparieren? Moment, Johnny. Tesi hat gesagt, man sollte den Sand nehmen, um da halt... Möchtest du nochmal anfangen? Tesi, Schmesi. Also reicht der Speed nicht von da, von der Kurve? Doch, eigentlich schon. Ich habe das von dort einmal nicht getestet, aber... Okay, vielleicht. Es ist ja eh nicht relevant. Ich würde es gerne noch einmal probieren, wenn das okay ist. Ja, mach ruhig. Ist ja nicht wichtig. Dann kannst du ruhig den Timer resetten. Johnny. Okay. Der Timer ist hier unten. Den Timer musst du einfach nur die Goldstücke von unten nach oben packen. Danke. Was machst du? Nee, du hast... Mein Chat ist auch, lass ihn doch neu starten. Der Arme. Ich weiß halt überhaupt nicht, was schiefgegangen ist. Da ist eine Menge Gold drin. Du hast eine Menge Zeit, Johnny. Ja, ja. Also geht es nicht darum, geradeaus zu fahren, sondern schnell zu fahren. Also du musst mit Karacho auf den Slime rauf, ja. Du musst mit der 5 fahren, Johnny. Mit der 5. Ich wollte extra nicht so schnell fahren, damit ich halt geradeaus fahre. Ach so, nee. Du brauchst den gerade und schnell. Okay. Danke, dass ich nochmal darf. Dann jetzt F5. Okay, er hat sich direkt ins Boot gesetzt. Oh, Hilfe, wieso? Er wollte doch den Pfeil mitnehmen. Er wollte den Pfeil. Okay, das war's. Das schaffe ich nicht. Okay, Nein! Jetzt nochmal Anlauf holen. Ich wollte ja nochmal. Oh mein Gott, wieso ist das Wetter jetzt so scheiße? Wieso regnet's jetzt? Das macht die Eisspur noch glitschiger. Okay, ich kann das Boot überhaupt nicht steuern. Oh Gott, wie steuert man das? Ich dachte, man steuert auch mit der Maus, man steuert ja nur mit den Knöpfen. Nein. Nur mit WASD. Johnny, ja. möchtest du die Strecke hochlaufen und von dort aus zu Fuß weitermachen? Nein, ich will nicht. Also nicht zu Fuß, sondern. Er hat gewonnen! Oh hey, ich hab die beste Zeit. Easy. Ich glaube, das war nicht mal schneller als Mel. Ich glaube auch nicht. Ich bin schlechter als Mogul. Und du machst meinen Feuer. Johnny, du musst resetten. Okay, warte. Ich will nur diesen Sprung mal üben. Okay, scheiß drauf. Hä, wieso kriegst du das nicht hin? Komisch, dass er jetzt auch nicht geklappt hat. Ja. Keine Die sind Ahnung. Auch gar nicht hochgegangen. Vielleicht ist da was kaputt gegangen unten. Ist da was kaputt gegangen? Das kann sein durch das Dingens. Drück mal einmal auf die Knöpfe, Johnny. Der Block in der Mitte ist nicht mit dem Slime-Block verbunden. Ja, das geht gar nicht mehr hoch. Ja, jetzt. Okay, also beim zweiten Mal hätte ich es gar nicht schaffen können. Ja. Das ist doch mein Fehler beim Reparieren, Entschuldigung. Ja, aber ich bin ja auch daneben gefahren. Also. Okay, Johnny, start nochmal neu. Okay. Hat Johnny einen zu schlechten Ping oder so gerade gefragt? Tut mir so leid. Guck doch mal wegen den Nuggets, ob die alle. Ich hab die Strecke manipuliert, ich hab nichts gemacht. Ruhig noch mal. Ich bin froh, dass ich genug Feuerwerk in das Ding reingemacht habe. Magst du, dass Mogi sich da hingesetzt hat? Okay, Johnny, die dritte. Dafür hast du dich geschunden, Johnny. Ich probier's dann wohl noch mal was. Und jetzt holt er den Rekord, Leute. Also, wenn es jetzt ein drittes Mal nicht klappt, dann. Easy. Oh, das sieht gut aus. Er bremst wieder ab. Oh, du hast wieder gebremst, ja. Oh nein. Versuch mal, also ja, schon von hier zu starten. Nicht ganz von unten, von hier, genau. Warte, Johnny, stopp. Dreh dich mal um und versuch von der Ecke aus. Einfach von der Kurve aus. Genau, von dort zu starten. Nicht auf dem Sand. Du bremst immer kurz ab. Nein, ich bremse nicht. Wirklich nicht. Du bist halt wirklich aus. Ich drück nur und du bist auch schon wieder nicht gedings. Also schon wieder nicht hochgegangen. Geh mal kurz über die Platten, bitte. Warte, ich mach mal von hier. Ja, ja, genau. So richtig viel Weg hinten. Aber das habe ich ja vorhin auch schon gemacht. Ja, das ist immer dasselbe. Also es fühlt sich immer ganz komisch an. Doch, merkwürdig. Also so war es in meinem allerersten Try auch. Das Johnny hat die meisten Votes? Was? Aber ja, vielleicht willst du nochmal... Morgen, versuch mal kurz. Sieht eigentlich schon richtig aus, wenn ich so drüber laufe, aber... Kann halt sein, dass vielleicht der Dings geklickt wurde. Fahr du mal kurz hoch. Vielleicht mache ich irgendwas grundlegend falsch. Muss man Steuerung drücken? Oh. Johnny? Ist es normal, dass da drunter... Der Sprung war miserabel, aber... Aber trotzdem... Aber es geht. Johnny, ich habe bei mir eine Vorhersage im Stream gemacht. Du bist bei mir Platz 1 mit den meisten Votes. Ich bin ganz gut in Mario Kart, aber... Ich habe diesen Mario Kart-Spruch gebracht. Johnny, es wurde hier. Ich wusste nicht mal, wie sich so ein Boot steuert. Okay. Okay, willst du nochmal versuchen jetzt? Ich will mal schaffen. Okay, nee, scheiß mal auf die Zeit. Ich will mal diesen Sprung hin. Die Zeit läuft ja auch noch. Nicht von hier aus starten, das reicht nicht. Okay. Das hatten wir doch jetzt schon 5 Mal. Bitte bau keinen Schleim ab. Hat er schon wieder Schleim abgebaut? Okay. Also er hatte doch nicht den Repeater da irgendwie. Wenn du den mittleren abbaust.
Ach ja. Willst du nochmal das Feuerwerk auslösen? Das Rennen ist jetzt beendet worden. So, scheiß auf das Rennen, ich will nur mal diesen Sprung hier. Ja, okay. Es tut mir leid. Alles gut. Ich bin auch gespannt, ob es noch hinkriegt. Ja, oh. Herr Bremsi da! Nein, Junge, wie passiert sowas? Ich bremse nicht, ich fahre gegen den Ratten. Wie mit Bremsen zu tun. Man kann doch gar nicht bremsen. Ja, der sieht halt die ganze Zeit so aus, als würdest du bremsen. Echt langsam. Ich okay, nicht. Johnny? Oh, Hilfe. Feuerwerk. Das Feuerwerk. Johnny, um die Situation ein bisschen aufzulockern, möchtest du kurz erklären, wo die Namensherkunft Jonas herkommt? Also okay. Was das bedeutet? Nee, ich schaff's nicht. Ich schaff's auch nicht, diese Dinger. Also ich schaff's gar nicht, die Kurve da reinzufahren. Wie überhaupt. Gesagt, wenn du möchtest, kannst du einmal den Berg hochklettern und von dort aus einmal mit dem Boot fahren, damit du die restliche Experience hast. Ich würde den Sprung einmal sehen. Also ich will. Der Sprung ist ziemlich cool. Ich wüsste halt gerne. Fühlt sich an, als wäre geskippt, als wäre da ein unsichtbarer Boden, als wirst du auf Wolken laufen, das Johnny. Das schafft man doch gar nicht. Okay, schafft ihr das, diese kleine Lücke zu treffen? Du bist auf Wolken. Das glitscht viel zu sehr. Ist doch so, oder? Ja, ich merke schon, was du meinst. Das ist echt süß zu beschreiben. Ich hatte übrigens eigentlich geplant, dass in der Mitte von der Lava noch so ein Drachenkopf ist, aber der ist. So sieht's aus. Aber jetzt. Ich hab's First Try geschafft. Okay. Bist du denn nicht hochgegangen? Ich zitiere kurz aus Wikipedia. Vermutlich in Anlehnung an die biblische Geschichte des Jonah wird Jonas in der Seefahrt auch bezeichnet als jemand, der Unheil an Bord verantwortlich gemacht hat. So, ja, das stimmt. Aber da kommt mein Name ja nicht her. Putzt du die mittlere Druckplatte, weil da unten ist auch nur eine Redstone-Spur. Sollte da. Ah, vermutlich. Ich appreciate deinen Joke, Maeve. Kann sein, dass das jetzt irgendwie abgebaut war oder so. Ja, ich bin. Man sollte mich nicht an Bord haben. Ich und Boote. Das kann gut angehen. Da gibt's nur Tote. Wow. Ich weiß nicht wirklich, wer ist da unten ab. Aber wir hatten es ja getestet mit Vielleicht Morgan. Ich das auch. Hoch. Vielleicht habe ich es einfach vergessen. Ja, weil ich nicht mittig war. Wie soll man jemals da reinfahren? Siehst du, Johnny fährt über... warte. Nee, wir müssen über die Mitte halt fahren. Ja, ich wollte gerade sagen... Ich werde jetzt noch Redstone hinsetzen und dann funktioniert es vielleicht damit, aber wir werden das jetzt nicht noch Hockey experimentieren. Hockey wird nie dran sein. Alter, ich schaff's nicht mal hin, mich noch hier mal Feuerwehr. Ich mach immer das Feuerwerk stattdessen. Das ist kein Problem, ich hab da sehr viel drin. Nee, ich gebe auf, ich verstehe die Steuerung überhaupt. Hockey, möchtest du? Ich fall immer nur gegen Wände. Hockey, du wolltest generell nicht, ne? Ich fall immer nur gegen Wände. Alter, ohne Witz, wie habt ihr das gemacht? Wir hatten das damals schon mal den Timer. Man hat ja, ich hatte so gar keine Kontrolle über die Richtung, die das Boot fährt. Ich habe damals schon gebaut auf dem Shimtex SMP und da war ich genauso schlecht wie Johnny. Also ich habe auch nie nicht letzter Platz, ich habe das jetzt ein bisschen nicht letzter. Probier mal, Hockey. Verbessert als bei Shim. Ich weiß, dass ich das kann. Real Talk, ich ja, aber probier doch mal. Ja, okay, jetzt wird aufs Gleiche hinauslaufen. Ich habe es jetzt so viel probiert. Nein. Also an sich habe ich es eigentlich einfacher gemacht als bei Timo damals. Warte, ich will noch einmal ohne. Scheiß drauf. Generell ist es einfach auch besser als bei Timo damals. Ich wollte ohne Shader mal fahren, weil vielleicht. Oh, das kann natürlich sein. Können wir gleich nochmal eine Runde Maeve und Moggy haben? Einfach nur. Ja, das war crazy. Beide gleichzeitig? Oh, nee, nein, nicht gleichzeitig. Ich bin mal den Weg zum ersten Sprung hingefahren, der war gar nicht gut. Einfach nur nochmal. Also, ich kann ist der Timer gesetzt? Ich habe mich einmal gebremst. Das lag nur am Lenken. Weil die war halt echt gut. Ist der Timer gesetzt? Ja, hattest du, ne? Timer, ich weiß nicht, ob. Wie bremst man denn mit S oder? Ja. Okay. Oh, er wurde sogar angestrengt. Ja. Easy. Aber auch. Über die Mitte. Warum bist du ausgestiegen? Ja, weil ich will das gar nicht. Also, Retalk, ich hab da so wenig Freude dran. Möchtest du denn oben? Ja, das habe ich schon gesagt, dass ich das nicht spielen will. Ich kann das okay. Okay, möchtest du oben denn unabhängig von dem Versuch liegen? Ich verstehe die Störung gar nicht vom Boot. Muss auch nicht. Ich werde da oben nicht. Nur fragen. Wie soll man denn wissen, wann man aufhören muss zu klicken? Der lenkt ja danach noch 3 Sekunden. Okay, komm. Moggy, Maeve nochmal. Ich greife ihn nicht an. Hier ist gerade ein Händler. Nein, bevor wir starten. Der Händler ist auch noch. Runter von der Strecke. Bevor das sind Tiere starten. Auf der Fahrbahn! Jetzt haben die Tiere das Feuerwerk. Tiere, schießt du safe? Ich hab so viel Feuerwerk zum Glück reingemacht. Tiere, schießt du safe? Ja. Feuerwerk. Ich würde gerne Tizi einmal fahren sehen. Oh, mich? Ach, okay. Ja. Ja, stimmt. Ja, Tizi, mach du mal. Warte. So, ich mach den Teil. Kann jemand die Tiere von der Fahrbahn nehmen? Ja. Ich hab noch ein paar Pfeile im Moment. Warte. Oh Mann, ey. Okay. So, weg mit denen. Haben die jetzt das aktiviert? Nee, alles so, zack, zack. Okay, Johnny Kopf hier. Oh Gott. Warte, ich muss erstmal. Ich muss mich erstmal richtig positionieren. Jetzt bin ich hier unter Creator-Druck, ne? Okay, jetzt sehen wir die Entwicklerzeit. Die ist immer die krasseste, ja. Ne? Mhm. Oh.
Wie geht's in Mario Kart erstmal zu schlagen? Sie hat doch einen Nutzernamen, den man gar nicht eintippen kann. Ich brauche einen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich habe den Bogen nicht raus. Mogi ist zur Stelle. Der glitscht weg. Er rutscht einfach weg. Okay. Sachen sind aber schnell unterwegs übers Eis. Okay, ich fühle mich gepressert. Wie das Boot zum Beispiel. Jetzt schafft sie den Sprung nicht. Kann halt legit sein. Sieht nicht gut aus. Oh nein. Guck, weil das müsste doch eigentlich nicht reichen. Aha. Doch, doch. Doch, ich habe das. Du musst halt wirklich einfach nur W halten. Ich weiß auch nicht, John. Ich habe das genauso trainiert, Gerd. Deswegen habe ich dir immer gesagt, mach das von da. Einfach nur, hab ich doch, die ganze Zeit von da. Irgendwas hast du falsch gemacht. Morgi meinte, von da aus reicht's nicht. Ja, das Problem, wie wir später rausgefunden haben, war, weil du dich über den in der Mitte warst. Ach so, ja dann. Aber guck mal, die sieht halt auch richtig gut, ne? Also jetzt außer die Stelle jetzt hier, wo sie ist. Oh mein Gott, das ist kaputt gegangen. Das Boot ist kaputt, nein! Komm, habe ich den Satz angefangen gegen alles. Ah nein, ich hab ihn doch noch, das Boot. Das ist mir auch passiert. Ja, das war grad, Also vor dem Kaktus starten, okay? Beziehungsweise hinter dem Sport, wo du nicht warst. Ey, vielleicht schlage ich die Entwicklerzeit. Ja, das kann gut sein. Ich hab hauptsächlich nur den Start. Ich hab mich sehr viel gedreht. Okay. Ey, jetzt will ich noch einmal das machen, indem ich auf die mittlere Platte ziehe. Okay. Oh, Johnny, Alter. Was hab ich? Ich würde so gerne einmal sehen. 2,17, also 145. Alter! Weil jetzt habe ich bei Tesi gesehen, man darf. Chat, ihr habt die Entwicklerzeit geschlagen! Da, beim. Ihr habt die Entwicklerzeit geschlagen! 100, was waren das? 100? 145. Ich dachte, mach halt, noch ich nicht, ne? Ich bin noch nicht da. Guck ja, das ist, sagt wir generell, Johnny, aber ja, wir haben es. Hast du resettet schon? Ja. Nein. Ich wollte noch, bist du sehr. Sehr lieb, danke. Ich will eigentlich nur noch mal Maeve und Moggy sehen. Okay, kann ich wieder Spectator kriegen, wenn Jonas hier noch macht? Ich habe nur noch meinen starken Bogen und den will ich Johnny nicht geben. Das ist mein letzter Versuch. Du hast einen Bogen, Johnny? Ich habe keine Ahnung, ich sehe meinen Bogen. Achso, du hast kein Dings, ja. Jetzt holst du die Zeit von mir. Jo, ich habe einen Bogen. So, jetzt schlage ich Hockey. Ja. Glaubst du, ja, indem ich halt weiterkomme als So. Ist schon alles? Ist ja auch egal. Mal los. Und jetzt, Johnny. Komm schon. Ist nicht das egal. Ist mein Moment. Das ist mein Moment. Zeit aufstellen? Johnny, komm schon. Über die Mitte. Jetzt aber. Ich war wieder hängen geblieben, leider. Okay, warte. Aber von, wie gesagt, von dort aus müsste es eigentlich gehen. Ja, du musst halt auf die Mitte davon. Hier aus. Die Mitte, ja, ich ziehe es auf die Mitte. Jetzt muss. Hä? Wieso bin ich immer so? Das war ja viel zu früh. Warum ist das bei dir so komisch? Was passiert da immer? Das ist ja so random. Ich wurde noch nie gebaut. Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. Starte nicht auf dem Sand. Der Sand ist, der kann nicht falsch sein. Nicht auf dem Sand, starte doch ein bisschen da weiter. Ich war eigentlich müsste es gehen. Ja! Ich hab's! Ja, geht doch. Fahr weiter. Guck mal, das zählt jetzt sogar noch als meine Zeit. Ja. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich gesagt, dass Johnny bei Moggy mitfahren muss, hinten auf dem Insel. Oh, das ist gut. Oh. Halt der Johnny hat's drauf. Nee. Jetzt kommt die Kakteen. Da habe ich auch gestrikt. Alter, was? Wieso dreht man sich einfach so um? Ja, das ist ganz dolle. Das ist mein Schild. Das ist echt. Und ich habe schon das langsamere Eis genommen. Blaueis wäre es noch schneller gewesen. Also im Tutorial wird alles mit Blaueis gemacht. Oh, aber die letzte Kurve, die habe ich gut gemacht. Yeah, und so ist das Feuerwerk. Und ein Creeper sogar, das Feuerwerk. 3 Stacks und 10. 3 Stacks und 10. Let's go. Kann Zeit ich wieder Menschenkräfte kriegen? Jo, gute Nacht, Escape. Ciao, ciao. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Ich hab den Sprung geschafft. Johnny, was hast du jetzt für Zeit gehabt? Weiß ich nicht. 3 Stacks und 10. Das sind wie viele? 92, 200, 200 und 2. Danke. 200 und 2. Ich bin nicht so gut im Rechnen. Johnny ist lila. Gut, dass wir Kegi da haben. Ja, ich bin lila. Naja, ich habe mir vorher die Farben extra rausgesucht. Ich habe jetzt noch ein blaues über, weil. Süß. Well, aber. Okay. Okay, jetzt Moggy Maeve nochmal. Ihr könnt auch noch eine Runde fahren. Aber wir müssen gleich auch nochmal. Ihr kriegt ja noch Preise, unabhängig. Ich bin wieder Specker. Unabhängig von Minecraft, weil ich dachte, es ist jetzt auch gar nicht mal so nice jetzt wie in den letzten paar Wochen. Die Teilnehmerurkunde. Moggy, du bist nicht resettet. Inwiefern? Oder bist du so Spaß? Nicht resettet. Achso, wir fahren nur so Spaß. Ja, okay. Auf Zeit. Nee, ich will schon einen Timer haben. Ja, da musst du. Ich will euch beide nochmal sehen. Okay. Ja. Ich kann es leider nicht machen, wir sind noch im Spectator-Modus. Becky. Alles gut, ich mach schon.
Aber denkt dran, die Sieger, das Siegerteam kriegt gleich noch einen Preis außerhalb von Minecraft, ne? Ein echtes Leben. 100 Giftsubs? Nee, das ist im Hopper. Im Hopper ist immer noch einer dann drin. Oh, okay. Okay, let's go. Oh Gott, ich hab Angst. Nein, was ist das? Was machst du? Was war das? Nein, ich bin... Nein! Nein! Du bist ja ein richtiger Johnny! Jetzt ist der Wurm erstmal drin. Moggy bereut gerade alles, was passiert. Nee, ich bereue, also das war ein dummer Start halt. Ja, mach nochmal, komm. Du musst deinen Timer resetten, ne? Gilt nicht. Wir machen den Job. Ja, das ist, wenn dieser Sprung nicht klappt, ist das der Job. Ich wusste ja nicht, dass der Timer dann direkt so... Aber vor allem, ich habe mich ja von dem Sand aus immer resettet. Dass der Start dann direkt, oh Gott, das... Und es trotzdem nicht hingekriegt. Aber mich freut es, dass ihr Spaß habt an der Strecke, weil das war auch mit Abstand das Anstrengendste. Das sieht auch super cool aus. Oh. Ich muss... Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Er macht den Job. Shit. Ist das Boot kaputt gegangen? Ist okay, ja. Die Magie ist raus. Dass man jetzt sieht, dass das nicht mal eben so zu machen ist, aber ihr habt's alle gefirstrailed. Also ich nicht, ja. Ne? Ich hab's ja auch schon sehr oft gemacht jetzt. Oh, Feuerwehr. Ja, aber Keggy auch. Feuerwehr. Wow, zweimal das gleiche. Rare Encounter. Okay. Nein, ich mach nicht nochmal, das ist okay, dann lass mal wieder alle normal werden. Ich bin dabei gescheitert, darüber zu kommen. Maeve, würdest du uns alle wieder Moggy normalisieren? Ich bin 10-mal dran gescheitert. Ich weiß, deswegen will ich es nicht machen, weil wir haben das oft genug gesehen. Ja. Wer hat denn die besten Punkte jetzt insgesamt denn gerechnet? Maeve, natürlich. Naja, ich meine jetzt als Team. Ich meine, Johnny war sehr, sehr viel schlechter als alle anderen, aber... Ich weiß nicht, wie das mit Keggy und Nick zusammen haben. Also, Herr Hockey ist schlechter als ich, ehrlich gesagt. Wo, Herr Hockey, habe ich dich vergessen oder bist du irgendwo anders? Hockey, wir haben weniger. Ich bin gerade vom Himmel gefallen. Okay. Ach so, dann gehen wir nochmal. Ich habe nicht mitgemacht. Ja, insgesamt haben Keggy und ich weniger. Wir gehen ein letztes Mal rüber zum Punktetafel-Ding. Maeve, würdest du Tag machen? Muss nicht. Na klar. Könnt ihr, wenn ihr wollt, da. Ich mache übrigens dann das alles noch wieder clean und ordentlich und unbenutzt quasi, wenn Leute später dann diese Insel mal bespielen wollen. Ach du Scheiße. Oh ja, bei dem Map-Download. Genau, beim Map-Download mache ich dann hier vorher alles wieder sauber, damit die Leute das auch spielen können. Also die Köpfe von Johnny und der Keggy, die sich küssen, die lässt, oder? Das kann ich nicht. Was? So, das heißt, der letzte Punkt geht an Türkis, ne? Erster. KTE. Digga, Scheiße, was ich gut. Rosa sollte ihn bekommen, weil Maeve die beste Zeit hatte. Maeve hat die beste Zeit. Aber es geht ja ums Team. Ja, doch, finde ich auch, ja. Trotzdem KTE. Es kommt halt auf die Regel an, ob man gewinnt, ob die beste Zeit im Team ist. So hörst du dich an, Johnny. Egal. Okay. Ist das egal, hä? Ich hab's ja nur... Mal gewinnt man und mal verliert man. Wir warten noch kurz auf Maeve. Minecraft nimmt und Minecraft gibt. Dann haben wir einen finalen Punktestand. Team Pink, aka 3D World, hat 2 Punkte. Was ist ein Scheißname? Team Türkis, aka KTE, hat 4 Punkte. Damit geht der Sieg Lampe nicht an Hockey, Keggy und Moggy. Ihr gewinnt einmal die